Los! Der Kollege aus der Regie hat rübergeschrien, dass es losgeht. Herzlich willkommen hier auf 1000 Beste TV. Wir senden hier live aus Otterkring aus Wien. Wir sind hier beim Motor Circle Vienna 2018. Es ist eine ganz besondere Motorradmesse, aber Messe darf man ja nicht sagen, es ist mehr, es ist so ein Event, so wirklich eine coole Location, ein cooles Event mit viel Customizing, mit viel Motorrad-Spirit, mit viel Motorrad-Lifestyle. Und wir haben hier sowas wie eine kleine Bühne und man sieht schon, da werden jetzt im Laufe der nächsten Minuten, Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten, hier ein Motorrad nach dem anderen hier vor das Kamera-Equipment geschoben und dann nehmen hier nach der Reihe Aussteller und Customizer Platz. Und der erste ist gleich da. Vielleicht stellst du dich selber vor ins Mikrofon. Grüß dich, wer bist du eigentlich? Ja, grüß euch. Servus Nils. Hallo. Ich bin der Fabi. Wir sind von Raya Motors, Salzburger Custom Garage. Wo aus Salzburg? Ja, Umfeld Salzburg, Bleinfeld. Ganz in der Nähe vom Salzburgring. Okay. Und jetzt sieht man da, dass ich muss natürlich meinen Studiogästen, die ja sowas wahrscheinlich das erste Mal machen, am YouTube-Livestream, oder? In der Form auf jeden Fall. Und es ist natürlich eine Ehre, neben dir zu sitzen. Ja, danke, das ist danke, ganz außergewöhnlich. Ja, danke, danke. Ja. Und wir sehen jetzt hier, diesmal habe ich jetzt hier meinen Bildschirm und da sehe ich zum Beispiel, dass der Jens schon grüßt und der Felix grüßt. Und dann sind natürlich auch sehr philosophische Fragen. Der Felix fragt, wieso ist der Grund, so viel Geld in das Aussehen eines Motorrades zu investieren, wenn man dies auch in Performance investieren könnte? Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Vielleicht können wir diese Frage im Laufe des Tages beantworten. Aber jetzt als erstes gehen wir gleich in Medias Res. Du sagst, ihr seid eine Salzburger Firma. Ihr seid jetzt gestern angereist nach Wien. Ja, oder? Richtig, genau. Und habt einen Bus und Anhänger voll mit Motorrädern gehabt und das ist ein Bike, das ihr mitgenommen habt, oder? Das ist ein Bike davon, das wir kürzlich so in der Form fertiggestellt haben. Ja. Das ist im Prinzip ja, ein Kerl, den wir in Frankreich, in Biarritz und Wilson Waves kennengelernt haben. Ja. Und ja, der ist dann mit dem Wunsch an uns herangetreten, hey, er möchte irgendwas aus seiner R80 ST machen. Also das war schon sein Motorrad quasi? Es war sein Motorrad. Ein Scheunenfund in der eigenen Scheune. Mehr oder weniger ziemlich ramponiert in dem Zustand, wie es ursprünglich war. Und ja, in seinem Fall war ganz klar der Wunsch, ein bisschen was in Richtung Scrambler zu machen. Mhm. Hat eigene Vorstellungen gehabt. Ja. Aber natürlich haben wir dann auch ein bisschen seine Historie mit aufgenommen und da unsere eigene Philosophie versucht ein bisschen mit einzubringen. Ja. Ist das jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, ist das fahrbereit? Im Endeffekt ist das fahrbereit. Es ist zwar noch nichts eingetragen, aber von den ganzen technischen Anbauteilen her wäre das an und für sich kein Problem. Okay. Und ich kriege da parallel Regieanweisungen und wir haben jetzt natürlich wie immer Tonprobleme, jetzt muss ich das Mikrofon auf den Tisch legen. Okay, also ist es vorbereitet? Nein, du nicht, dein Mikro ist super, mein Mikro ist Arsch. Sehr gut, da liegt es an dir. Ja, liegt an mir, ja. Und du sagst, es ist vorbereitet, was glaubst du? Wird er damit fahren oder ist es dann ein Showbike für die diversen Events, die er besuchen möchte? Also natürlich werden wir das jetzt noch auf diversen Messen ausstellen, solange es noch bei uns in unserer Hand ist sozusagen, aber der Kerl ist aus München. Und wird dann dementsprechend auch zu dem einen oder anderen Kaffeehaus dort fahren und einen auf Hipster machen und ja, einfach zeigen, was er für geiles Bike jetzt hat. Ja, und wenn du jetzt so jetzt eure Arbeit betrachtest, was ist denn jetzt von der handwerklichen Fertigkeit so die größte Herausforderung gewesen da bei dem Projekt für euch? Also da hat es ein paar Baustellen gegeben. Bei den BMWs ist immer die Elektrik ein Riesenthema. Da haben wir die Moto Gadget M-Unit verbaut. Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so die große Hexerei, aber natürlich zeitintensiv. Und in dem Fall ist, sage ich mal, der Spezialteil der Auspuff gewesen. Ja, okay. Wo man sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass man da so eine Spezialführung hat, wie man da recht lässig auch hinten sieht mit den SC Project Enddämpfern dann. Und ja, das ist natürlich Handwerkskunst, wo einfach ein bisschen Zeit drauf geht. Ja. Das ist ja im Prinzip, weiß ich nicht, aus 30, 40 Teilen zusammengeschweißt worden, oder? So ist es, ja. Und wie vorhin vielleicht auch die Frage war, natürlich in dem Fall ist das jetzt nicht auf Performance ausgelegt, weil wenn man Performance will, verbaut man vielleicht eine andere Auspuffführung. Aber optisch macht es halt was her und das ist in dem Fall im Vordergrund gestanden. Okay. Und du wirst nicht glauben, von wo wir jetzt überall Zuseher haben. Also da grüßt jemand aus Kanada, hat jemand geprüft, der Hans Dampf aus Halifax. Und dann grüßt jemand aus Wiesbaden und dann grüßt der Hans Hart grüßt aus Brasilien. Und der Jonas schreibt, man muss sein Bike einfach individualisieren. Und wenn du jetzt zurückdenkst auf den
Kunden, für den Sie es gemacht haben, was war denn so im Prinzip sein Wunsch, was wollten er unbedingt mit reinbringen, was war denn seine persönliche Note bei dem Fahrzeug? Also er wollte auf jeden Fall einen Scrambler haben oder was in diese Richtung geht und eine Front, die sage ich jetzt einmal nicht typisch ist mit einer einzigen Maske vorn, darum haben wir auch diese schiefe Optik vorn, die jetzt vielleicht im Video gerade nicht so zu sehen ist. Ein anderes Thema war natürlich auch ein kurzes Heck, das er haben wollte. Und was wir bei der Lackierung vom Tank dann gemacht haben, ist einfach ein bisschen so seine Historie aufgenommen. Was ist seine Historie? Darf man darüber sprechen oder ist das kann man gern drüber quatschen. Also der Kerl bereist sehr gern, sage ich mal. Okay. Ist sicher ein Kaktus da drauf, oder? Ja, ist auch irgendwo oben. reist sehr gern auf Bali, da ist er mehr oder weniger alle paar Winter mal eine Zeit unterwegs. Und das haben wir dann in der Form ein bisschen mit reingenommen. War für ihn dann auch eine Überraschung. Von dem hat er nicht Bescheid gewusst. Aber so ist ein bisschen unser Einsatz oder Ansatz, da eben die Note vom Kunden auch reinzubringen dann. Okay. Und wie darf man das vorstellen? Der Typ hat halt gebracht zu euch in die Werkstatt auf einer Palette oder mit einer Baggerschaufel angeliefert einen Haufen Teile wahrscheinlich, oder? Das ist dann quasi eine Mischung aus Restaurationsprojekt und Customizing-Projekt, oder wie? Ja, in dem Fall war es schon ein komplettes Fahrzeug. Es waren keine Einzelteile, aber dann setzt man sich am Anfang mal zusammen, quatscht einmal, was will man ausgeben, was sind die groben Bausteine, die man auf jeden Fall machen möchte. Und ja, dann sieht man, sage ich mal, in kurzer Zeit, ob sich das mit dem Budget ausgeht oder nicht. Und im Laufe der Ausbaustufen kommt halt dann das ein oder andere dazu, bis man dann so ein Fahrzeug da hat. Klar. Und da fragt jetzt zum Beispiel, der Felix fragt, wie aufwendig ist es, so einen Hobel komplett eintragen zu lassen? Ich meine, viele Leute oder einige Leute haben natürlich nachher schon noch den Wunsch, damit 100% legal unterwegs zu sein. Einigen reicht es, wie sie sagen, so irgendwie über die Runden zu kommen, dass man halt zum nächsten Treffen hinkommt irgendwie. Ja. Macht ihr dieses Service da auch? Ist das auch euer Job, das Ding dann legal zu machen oder ist das irgendwie nicht so euer? Ja, natürlich. Am Ende des Tages, wenn es darum geht, dass das Teil auch auf der Straße bewegt werden möchte, dann lassen wir das auch eintragen. Das ist je nach Fahrzeug auch ein bisschen unterschiedlich und da gibt es natürlich auch von der Zulassung her, sage ich mal, ein bisschen Toleranz in ganz Österreich. Das ist bei der einen oder anderen Zulassungsstelle schwieriger oder einfacher, aber die Regeln sind an und für sich für alle gleich. Wenn man das eintragen möchte, dann legen wir Wert, dass da überall diese E-Nummern oben sind und verbauen entsprechend Teile, wo wir dann auch keine Probleme sehen. Ja. Und ist das eigentlich ein Oldtimer, oder? Das ist ja Oldtimer, Baujahr 84 ist das. Okay. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie leichtere Regeln für das Fahrzeug, weil es schon so alt ist, oder? Im Prinzip nicht. Was man immer wieder hat, ist das Lautstärkenthema. Da ist jedes Fahrzeug auch anders, was in der Zulassung damals eingetragen wurde. Dementsprechend sind da ältere Fahrzeuge zum Teil ein bisschen leichter, weil damals die Lautstärken einfach auch noch höher war und diese ganze Abgaspolemie, wie sie jetzt einmal nennen, nicht so die Problematik war damals. Und man tut sich dann leichter beim Eintragen einfach. Ja. Okay. Gut, und jetzt glaube ich, dass da hinten schon der Nächste wartet, oder? Ich glaube, das ist der nächste Kollege in der Reihe. Wir müssen natürlich diesen Workflow üben. Da kommt jetzt ein Customizer nach dem anderen mit seinem Motorrad ran und dann schmeiße ich immer wieder einen raus und den nächsten hole ich rein. Ich weiß nicht, ich glaube, das war ein schöner Überblick über das Fahrzeug. Wie ist die nächste Station jetzt? Wie lange dürft ihr das noch rumreichen und wann kriegt es der Kunde? Im Endeffekt ist das jetzt unsere letzte Station in der Form, wo wir das Bike auf einer Messe zeigen. Und dann wird es in Kundenhand übergeben und hoffentlich auch ordentlich bewegt. Super. Ja. Und jetzt holen wir den Nächsten ins Bild. Vielen Dank, viel Spaß dabei am Stand. Okay. Grüß dich. Und tschüss. Ja, ciao. So, da. Ja, ihr seht, so wird das jetzt den ganzen Tag im Prinzip laufen. Die Kollegen da vom Motorcycle Vienna sind quasi jetzt durchaus im Stress. Das Fahrzeug im laufenden Ausstellungsbetrieb. Da jetzt immer rein und raus karren. Hier wird zu uns auf diese kleine Bühne. Und da zeigen wir euch im Prinzip einzelne Exponate und nicht nur das, wir können dann auch, hallo, grüß dich, und können dann auch mit den Kollegen drüber sprechen. Der Thomas grüßt aus Wiesbaden und der Bernd freut sich, dass er endlich mal beim Livestream mit dabei ist. Und das ist natürlich ganz ein besonderer Livestream. Wir haben sowas natürlich auch noch nicht gemacht. Das ist schon, wie soll ich sagen, logistisch natürlich ein bisschen eine Herausforderung, aber im Prinzip muss ich halt ein bisschen um Nachsicht bitten, wenn das jetzt nicht ganz so klinisch perfekt abläuft wie sonst. Es ist halt dann doch so, dass da ein bisschen ein hemdsärmeliges Herumgepfusche da ist.
Und du bist der nächste Gesprächspartner? Servus, ja. Ja, servus. Also du sprichst eher Deutsch. Okay, ja. Sehr gut. Schau her, das ist dein Mikrofon, wenn ich das bieten darf. Und wir sind schon mitten im Geschehen. Also wir brechen ja quasi den Stream nicht ab. Das machen wir jetzt gleich so. Kannst du dir vielleicht gleich selber vorstellen, wer du bist, von wer du kommst? Ich weiß ja gar nicht. Ja, ich bin der Gregor Gierlinger. Ja, gerade versuche ich das Mikro ein bisschen. Ja, Gregor Gierlinger, okay. Gregor Gierlinger. Ja. Hab die Firma TWO. Das steht okay. Für Two Wheels Only. Ja. Firmensitz ist in Wien auf der Siemensstraße. Siemensstraße, okay. Und ja. Das ist ein Baby von euch, das ihr da mit hergebracht habt. Ja, genau. Das ist mehr so eine Alltagsgeschichte. Einfach ein bisschen schön hergerichtet mit einem Flat-Track-Hack. Ein bisschen Flitterlack, was die Leute halt so anzieht. Okay. Aber ja, und aber wenn einer Wünsche hat, vom Rahmenbau bis Motorbau, ist alles natürlich möglich. Ja, Entschuldigung, du hast jetzt gesagt, das ist so eine Alltagsgeschichte. Also wenn so eine Alltagsgeschichte ausschaut, dann will ich mir die richtig abgespissen sagen, ausschauen, weil das ist schon, ich meine, das macht ja schon was her. Aber ihr fahrt damit, oder? Ja, klar. Okay. Es ist schön zum Ausschauen, aber doch relativ simpel. Was war aber das einmal? Geht, ist ein BSA 65, Baujahr 68 bis 69. Ist das eigentlich jetzt schon, wie soll ich sagen, rein von der Basis her einiges wert? Ist das ein teures Motorrad? Ja, im Originalzustand war es in England natürlich noch mehr wert. Aber da bei uns die Szene nicht so ist auf Original und bla bla bla, ist das für uns relativ wurscht und mir gefällt es nicht, wenn es original ist. Okay, und jetzt, ich sage immer, es gibt viele Originalfetischisten, die sagen, na, wie kannst du nur? Und ich will aber nicht. Ich will, dass mir das Motorrad gefällt und dass in der Szene halt, so wie alle Dicken, auch gut ankommt. Ja. Und deswegen bin ich nicht so Originalfreak und mir gefällt es ganz einfach. Da kann ich natürlich beide Sichtweisen verstehen. Ich bin gespannt, was das Publikum dazu sagt. Wir haben ja da quasi das Live-Publikum dabei. Müssen solche alten Schätze original bleiben, wie sich sieht das? Oder muss man sie individualisieren? Ist das immer schon quasi die Seele des Motorrades gewesen, dass die individualisiert gehört? Man kann ja da philosophisch rangehen. Die Leute, die diese Motorräder geschaffen haben, denke ich auch, dass die das gemacht haben, um sie jemandem zu übergeben, der dann noch mehr daraus macht, glaube ich, oder? Dass ja, der das klar. In so einem echten... Ich finde, wenn man was umbaut, wenn es nicht so radikal ist mit einem Flat-Track-Hack oder sonstiges, ich mache es auch gern auf, schaut aus wie original, es steht so vom Werk kommen, es sieht aber keiner. Mhm. Es ist alles ein bisschen kürzer, ein bisschen schöner, vielleicht ein bisschen tiefer, und die Leute sehen es nicht gleich und glauben, es ist original. Und das ist auch das Schöne, wenn es einer nicht gleich sieht, wenn es nicht übertrieben ist mit was weiß ich was. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich habe auch viele Modelle, oder was die Kundschaft wünscht. Es soll alt ausschauen, aber schnittig. Okay. Es ist einfach nicht radikal Umbau, sondern eine schöne Schwingen bauen. Mit schönen Schwingen, Spanner oder Kettenspanner oder eine Gördergabe auffertigen, mit die was halt wirklich alltagstauglich ist. Okay. Und das haben die Leute auch gern, dass das alltagstauglich und alt ist. Jetzt gibt es Fragen, kann man damit fahren? Und da gibt es nämlich Bedenken, Entschuldigung, müssen wir das ein bisschen immer näher halten, wegen den Luftfiltern. Also kann man damit gibt's fahren? Gibt es gar nicht. Und das brauchen das, wir nicht. Das brauchen wir nicht? Nein, ich habe die Motoren so eingestellt, dass das fett genug rennt, auch ohne Luftfilter. Und meine anderen Triumph, die eine habe ich jetzt seit ca. 13 Jahren, fahre ich immer ohne Luftfütter. Bin auch schon Gatschrennen gefahren, da ist Wasser reingekommen. Das gab's nicht mehr. Und vor 2 Jahren mal den Motor einfach zerlegt und es war nicht einmal eine Riffe im Zylinder oder sonstiges. Nix. Okay. Das mit den blöden Luftfütter ausreden, das ist nur wegen einem Ansauggeräusch. Und wenn das Ansauggeräusch nicht zu laut ist, kriegst du es auch mit Trichter typisiert. Okay, ich meine, wird an den Grundfesten der Motorradtechnik wird da gerüttelt. Ein Luftfilter, ja, oft, mir gefallen es einfach oft nicht, ja. Okay. Auf einem Japaner Motorrad, wo das sowieso anders nicht geht, ja, okay, aber sonst
sicher kein Grund dahinter, weil da Motoren halten so und so. Da bin ich gespannt, wie das die anderen Bastler jetzt so sehen im Livestream. Luftfilter ja oder nein, wie praktiziert ihr das? Aber ein Kollege hat das ganz richtig erkannt, der Mamoto, ist der Username, der auf YouTube hat geschrieben, Hauptsache sie werden gefahren, also zu der Diskussion, genau, serienmäßig oder nicht. Und das ist natürlich schon richtig, weil Motoren, die stehen, wenn hin nicht, Motoren nicht fahren, wenn bleiben am Leben. Immer wieder zur Kundschaft, du musst fahren damit, wenn du zu viel hast, stell das schon hin, aber es wird hin. Du kannst nichts machen. Den Leuten, die jetzt technisch nicht so gut drauf sind, was wird denn da hin, wenn man nicht fährt? Es sind oft die Gabelsimmerring und alle kleineren O-Ringel und Gummiringel, was das ganze Motorrad so hat. Der Sprit wird hin, die Vergaser versiffen, die legen sich zu, überhaupt mit neuen Sprit, ist eine Katastrophe. Okay. Und vorbeugen kannst du nur, indem du die Schwimmerkammern auslässt und nicht einmal dann wirklich. Ja, das ist meistens, wenn das ein Jahr, zwei Jahre steht, musst du die Vergaser reinigen. Okay. Das ist, und dann brauchst du vielleicht noch einen Dichtungssatz und somit summiert sich das halt alles. Okay. Und dann, ja. Und dann kriegt ihr eine Leiche angeliefert zu euch, die 15 Jahre gestanden ist, und dann sollst du das wieder zum Leben erwecken, oder? Ich habe viele Leichen lagernd. Ah, gut, du musst aber nicht inserieren, weil ich auf die Leute keinen Bock habe, die was anrufen und nur Preise fälschen wollen. Ich habe viele Oldtimer lagernd, und wenn einer wer was will, der kennt mich vielleicht eh oder kriegt zu hören, dass ich sowas habe, und somit verkaufe ich die Projekte oder baue denjenigen ein Projekt auf, so wie es er haben will. Das heißt, du hast quasi was in Reserve, aus dem man noch was machen muss oder kann. Genau. Im Rohzustand so auszuschäbern, das ist jetzt nicht so leibend. Ich habe 25 Triumph-Motoren, Mattumling in Teil oder komplett, BSA-Motoren, Norton-Motoren und dazugehörige Rahmen, Matching Numbers, mit Papiere, ohne Papiere, alles Mögliche. Also von dem her kann man da schon was zusammenstellen. Oder wenn man will, einen eigenen Gromoli-Rahmen bauen. Ich habe alles dafür. Und hey, mach's auch. Ja. Also wie war die Firma nochmal? Wie findet man dich? Two Wheels Only. Two Wheels Only auf der, Siemensstraße. Siemensstraße, ja. Gut. Im 21. Jungs und Mädels Bezirk. Findet ihr in Wien. Ich glaube, die nächsten Kollegen warten schon. Ja, war super, dass du da warst. Wieder. Ja, schleichst du ja auch nicht. So vorsichtig rausschieben. Passt, super, dass du da warst. Danke. Ja. Super. Gut. Tschüss. Ja, und das kommen die nächsten Mal. Das geht ja rucki zucki. Sind auch Leute dabei. Und das ist natürlich schon was, was wir wahrscheinlich von vielen Ausstellern zu hören bekommen heute. Motorräder müssen gefahren werden und je länger sie stehen, umso größer ist der Schaden an den Motorrädern. Das wissen natürlich die Bastler und Customizer unter euch. Und da wird jetzt natürlich ein ganz schönes Exemplar reingeschoben. Und da sieht man jetzt auch wieder, der hat auch keine Luftfilter mit drauf. Also er geht auch diesen Weg. Da bin ich auch gespannt, wie und ob und wie intensiv das gefahren wird, das Motorrad. Da wird auch der richtige Platz eindirigiert. Und der IPAC hat vorher geschrieben, auf der Zündapp ZD20 hat er auch nie einen Luftfilter gehabt und geht besser. Ja, und ich muss aber auch gestehen, ich sehe es so wie der Patrick, der gepostet hat, naja, bei Staub und Sand bin ich skeptisch, ohne Luftfilter zu fahren. Ja, Kollegen, ran mit euch. Christi, Nils, you speak German or English? English. English, okay. Translator. Translator, no, we talk in English. Is okay? Or? English. Yeah. Okay. Yeah. Ah. Okay. So you translate from. Yes. You're from Czech Republic. From Czech Republic. Exactly. Okay. Okay. Perfect. Na, jetzt wird es schwierig. Bis deppert mit Translator müssen wir jetzt hier arbeiten. What was the origin of this bike, please? To byl původní plán. Původní plán byl vlastně udělat jednoduchou motorku. This wird mir leider na běžné ježdění do práce. Okay, so original plan was basically build something simple, not really that much difficult to make, because even the owner had really, was really short on money and so on. But at the end, it turned up like this, I guess. Okay, short of money, it looks beautiful, but it's really great. Yeah, of course, but that was the original plan, you know. the plans are changing all the time. Okay, and you come from Prague or? No, we are from Třebíč. Okay, it's like 140 kilometers from here. Okay, what motorcycle? Ah, it's a Honda. Okay, sorry, I didn't recognize. Which model was it? CB 550. But it was actually rebuilt to 600. Okay. And what do you think? Is the
the scene in your country is growing? Is there a strong customizing activity in your country too? Jestli v České republice jako ta custom scéna roste nebo ne? Určitě, jakoby, co se týče těch kafáčů. Tak... In terms of cafe racing and so on, yes, definitely. Well, there was a significant amount of custom shops, of course, in the last 5 years. And, and it's growing through lifestyle, even in Czech Republic. Okay. And we are live streaming here, and one user sends us the question. How big was the effort for this in terms of how many hours you have to spend, how much money you have to spend? How big was the effort here? 800 hours. 800 hours? Really? Yeah, because the whole engine was rebuilt into all the new parts was ordered even from Japan. Really? Yeah. Okay. Yeah. But now it's running. Yes. You can ride with it. It's normally drivable. Okay, that's great. So. It's. I think sometimes it happens that the bike is coming in a really lousy condition, in a really bad condition, and at first you have to build it up, and then you start to customize. Or is that the truth? That's true, because when I first saw it, it was basically a wreckage, nothing else. We still have a few photos, and it was just a torso without. Well, the engine was there, and of course it was in bad conditions and so on. So yeah, it was absolutely a mess. Okay, and. One user is a big fan of the old Hondas. Is that that your company likes really much? Is it a speciality of your company, this Honda bikes, the old four cylinders? Or? No, not really. It was just, originally it was a request from the customer. Okay. Because... on to vlastně do vás, ne? Původně. Yeah, okay. So it was originally from the customer. He delivered the wreckage and we rebuilt it. Okay. And now everything's... easy, or is there something complicated in this project bike, or is it easy to use in every day? It's basically finished, honestly. Yeah. Let's say that he drives it all the time. Really? Yeah. Oh, great. Yeah. You don't even know how much effort it is to actually polish that thing. So. Okay. Yeah, it's drivable. Okay. So the preparation was a demanding part of the project, but what was the from the craftsmanship point of view, what was the most demanding part of this customizing project? Well, the most demanding thing was the whole concept of the whole concept, okay, of the bike, and of course there is the handmade seat, the back cover, and of course even the tank. Okay. So those were really difficult to make. Okay. But the tank is custom made? Okay. Great. Even the cap, of course. Even the cap. Okay. Good. Okay. And the guy is running, is riding with the bike in normal conditions, and the guy before even have no air filter. You do not use an air filter, it's no problem from your point of view? Nejsou tam vzduchový filtry. Jako dělá to nějaký bordel. Jsou tam měsítka, je to naladěné na toho, takže nic. No, it was... It was on the brake, of course. Yeah. So it's set up just to run like this, and there is no problem with that. Okay, great. So if customers are interested in your company, how can they find you? You have a homepage or Instagram account? Of course, we have Facebook, Instagram, I think even the homepage okay. is there. Can maybe you can spell it in... Rod Customs. Yeah. ROD Customs. Jak to máš ty to? ROD Motorcycles. ROD Motorcycles CZ. Okay, perfect. Okay, I don't know if the next guys are already coming. Julie, wie schauen wir aus? Ist schon wieder da? Yeah, okay, the next one is waiting. So, thank you for your visit here. Have a great time here in Vienna. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ja, Burschen und Mädels, wie ihr seht, da bei uns geht's rund.
bitte sag das nicht meinen Englischlehrerinnen, die haben immer gesagt, Nils, du musst in Englisch mehr lernen, das wirst du nochmal brauchen im Leben. Und ich habe immer gesagt, Englisch brauche ich sicher nicht, weil dafür bin ich einfach viel zu blöd. Und jetzt muss ich leider Englisch können und mache mich da live vor dem Millionenpublikum bei 1000 Best zum Affen. Wenn das meine Englischlehrerin sieht, die sagt dann sicher, ich habe es dir doch gesagt, bist du, aber da kommt ein Mördergerät. Es ist jetzt wird's Mörder abgespaced, glaube ich. Vorher waren noch halbwegs normale Geräte, jetzt kommen die richtig arges Zeug daher. Da bin ich jetzt gespannt. Na, da bin ich jetzt gespannt. Hallo? Servus. Servus, grüß dich. Servus. Ja, ihr seid, wir sprechen zu, was setzt euch her oder wer kommt? Sprechen wir zu dritt. Wir müssen, immer der spricht, müsste das Mikrofon nah beim Mund halten. Wirklich? Ja, bitte, ja das ist, ich mache tausende Videos über, ich bin heute noch Stepper dafür, ja. Aber ihr seid ja, wie ich sehe, intelligente Menschen, sonst könntet ihr sowas nicht bauen. Wenn ich dich kurz bitten darf für die Leute hinter der Kamera, also nicht für Sie, sondern die Leute, die dahinter virtuell stehen, eine kurze Vorstellung, wer Sie seid und von wo ihr kommt, bitteschön. Ja, wir sind Titan Motorcycles, wir kommen aus dem Herzen von Graz, wir haben in der Nähe von sehr bekannten Einkaufszentrum in Graz, jetzt in der Korngasse unser Headquarter. Okay. Bauen seit 3,5 Jahren Motorräder um, machen zum größten Teil Kundenaufträge, die wir umsetzen, ja. Aber dann kommen halt auch so Sachen dabei raus. Das bauen wir für uns und ja. Das ist für euch aus Passion heraus, Begeisterung genau, entstanden. Ja. Du, jetzt muss ich natürlich bitten, weil ich kann es jetzt nicht mehr kennen, was darf man da überhaupt noch sagen, von einer Basis sprechen oder ist das eigentlich nur ein Motor, um den man rundherum dann was gebaut hat, glaube ich, oder? Ja, im Endeffekt ist die Basis Honda aus den 70er Jahren, das heißt der Rahmenkopf und Teile von den Unterzügen sind noch vom Rahmen von einer CB360, der Motor ist CB350. Was man vielleicht markant sieht, dass der Zylinderkopf, Kolben, das Top-End vom Motor gedreht wurde um 180 Grad. Das heißt, die Anströmung von der Luft findet vorne direkt in die Ansaugtrichter statt und raus geht es hinten. Ja, relativ laut. Warte mal, da muss ich jetzt nachfragen. Das heißt, du hast nur den Zylinder und den Kopf gedreht, aber die Kurbel und der Kurbeltrieb ist gleich geblieben, oder? Der Kurbeltrieb ist gleich. Kolben, Zylinderbank, Zylinderkopf, Venditdeckel, das ist alles um 180 Grad gedreht, ja. Echt? Da bin ich jetzt komplett fertig auf die Nerven, dass das anfängt. Hat man noch nicht oft gesehen wahrscheinlich. Okay. Ja. Aber ist doch die logische Konsequenz. Der Fahrtwind kommt so her und geht so durch. Und das funktioniert, also ihr fahrt damit, also man kann damit auch fahren, also das funktioniert technisch, eure Idee? Theoretisch funktioniert es, das Ding ist jetzt seit Februar eigentlich immer auf Ausstellungen oder so herumgereist, wir sind damit heuer auf der Pannonia Custom Staatsmeister geworden in der Kategorie Oldschool und im Winter haben wir uns fest vorgenommen, dass wir noch Zündung optimieren, Steuerzeiten optimieren und dann können wir nächstes Jahr an irgendeinem Viertelmeilenrennen einmal teilnehmen. Viertelmeilenrennen, sehr gut. Vielleicht Achtel. Okay. Gut. Und ihr seid Kollegen, ihr macht das zu zweit, oder? Wir machen das zu zweit. Ich habe vor 3,5 Jahren, wie der Michi gesagt hat, begonnen und versuchen seither unser Bestes zu geben. Und haben eben zwischendurch das Glück, dass wir sowas bauen können, was wir wirklich nur für uns bauen. Und ich glaube, man sieht dann auch, die geht von Messe zu Messe, ist sehr beliebt, wir sind überall eingeladen und man sieht dann, wenn wir Sachen bauen können, die wir für uns machen, sind wir auch recht erfolgreich. Okay, jetzt muss ich fragen, schaut jetzt natürlich sehr spektakulär aus. Ist es jetzt so, dass das denn die Leute inspiriert, dass sie dann sehen, was alles möglich ist? Oder ist es so, dass das vielleicht abschreckend ist und sagen, puh, das ist aber abgespaced, das ist mir zu heftig? Also für uns war definitiv auch ein Grund, das Motorrad so zu bauen, um zu zeigen, was man alles machen kann. Ja. Wir haben innenliegende Züge, das heißt, du siehst keinen Bremshebel mehr, du siehst keinen Kupplungshebel mehr. Das ist alles im Lenker, läuft dann alles durch. Auch die Bremse, mit der Fußbremse wird vorne und hinten gebremst. Und ich glaube, es ist nicht ein Bike, wo man sagt, wir haben das jetzt gebaut, um Achtelmeile zu gewinnen, sondern wir haben das gebaut, um zu zeigen, was möglich ist. Also ihr habt das erste Combined Brake System da gebaut. Genau. Mit Trommelbremse. Und es sind dann halt auch Sachen drauf, die vielleicht polarisieren, wie der Holzsitz, der aus Olivenholz ist. Das ist einmal was Eigenes und das ist was anderes. Der Titan-Tank, der von uns selbst gemacht und geschweißt wurde, ist bezogen mit Bioleder. Das heißt, wir haben im Burgenland jemanden gefunden, der sowas machen kann. Okay. Und es ist auch teilweise halt einfach die Geschichte dahinter. Das heißt, um zu zeigen, was ist alles möglich. Und vielleicht nicht unbedingt so ernst zu nehmen, dass man sagt, wir wollen jetzt Rennen gewinnen damit. Okay. Und da gibt es Leute, die natürlich Steirer kennen. Ein User nennt sich Zwergsteirer, der sagt, die Steirer können was. Also der hat das richtig erkannt.
Oder sind Sie zu Graz und sind gar keine Steirer? Nein, wir sind Steirer, wir sind Grazer. Und ich glaube, es ist eh in der österreichischen Custom-Szene ist es eigentlich eh witzig. Wir haben in Graz eigentlich sehr viel. Vagabund sind aus Graz, Eifler ist aus Graz. Ja. Blechmann ist in der Nähe von uns zu Hause. Das heißt, in unserem Umfeld wird eigentlich sehr viel gemacht. Ja. Und ich glaube auch, dass die Szene eine sehr nette Szene ist, man baut sehr viel gemeinsam. Ja, das glaube ich auch immer und das sehe ich auch immer so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Je mehr an einem Fleck zusammen sind, umso mehr ja, kommt dann auch ein Interesse zustande. Weil alleine kann man da nie wirklich etwas richtig Großes, wie soll ich sagen, eine Szene zum Leben zu erwecken, schaffen. Aber wenn da ein Haufen enthusiastischer Leute zusammen sind, geht dann schon was, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, dass das enorm wichtig ist, eben, dass man zusammenarbeitet und dass man schaut, dass man aus dem Ganzen eine Szene macht. Wenn wir veranstalten in Graz zum Beispiel den Gentleman's Ride und logischerweise sind die genannten Grazer, die wir gerade vorher über dem gesprochen haben, alle dabei. Das heißt, wir machen das gemeinsam. Wir veranstalten es, aber es ist jeder dabei. Okay. Und es ist natürlich so, manche Kunden wollen ja mit dem Motorrad dann auch normal im Straßenverkehr fahren. Das heißt, ihr müsst auch ein bisschen so euch mit diesem Paragraphenzeug auskennen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und da gibt es so Detailfragen, zum Beispiel ein Kollege fragt, sind gelbe Scheinwerfer erlaubt oder nicht? Das muss man dann alles wissen. Nein, sind definitiv nicht erlaubt. Ja, okay, aber wie gesagt, das ist ein Showbike. Ich muss dazu sagen, bei uns ist es so, dass wir jedes Motorrad, das wir bauen, vor allem für österreichische Kunden, wird von uns auch typisiert. Ach so, okay. Das heißt, für uns ist dann die Planung schon sehr wichtig. Das heißt, auch im Vorfeld, der Michel möchte gern Sachen machen, die richtig crazy sind. Ja. Und ich muss dann immer sagen, ist zu laut, ist zu dies, ist zu jenes. Aber wie gesagt, wir tun zu 100% typisieren. Also das ist mit der Lautstärke sicher herausfordernd. Oder? Ja, also ich glaube, das wird ein Projekt sein, wo wir diskutieren werden müssen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Na gut. Und du und diese Raffen stechen natürlich auch ins Auge. Was ist das? Das sind wahrscheinlich die weltweit letzten 18 Zoll Slicks, die am Markt verfügbar sind. Die haben wir aus eBay Amerika bestellt das letzte Mal. Das ist von der Firma V-Rubber. Okay. Wurde produziert, um KTM-Fahrern Supermoto zu erlauben, ohne dass sie einen eigenen Radsatz dafür haben müssen, weil die ja normal 18-21 fahren. Und wir haben da zwei Hinterreifen erwischt noch und sind sehr glücklich. Ja. Man sieht es, sie sind noch sehr wenig gebraucht. Sie werden noch lange halten. Sehr gut. Ja, irgendwann muss man wahrscheinlich dann trotzdem austauschen. Und wenn du jetzt da dieses Projekt so anschaust, was ist denn jetzt einfach vom technischen Standpunkt her das Schwierigste gewesen? War das der Motor oder was war ganz eine große Herausforderung für euch? Nein, es war mit Sicherheit der Motor. Am Anfang habe ich mir gedacht, Paralleltwind, das kann jetzt nicht so schwierig sein, da das Top-End umzudrehen. Dann habe ich das auf der Werkbank liegen gehabt und das ist ungefähr ein Jahr lang auf meiner Werkbank gegangen. Und ich habe halt immer so stückweise weitergemacht, aber man hat dann unten den ganzen Kettenkasten auffräsen müssen, dass man für die Steuerkette wieder Platz gehabt hat. Es war nicht ganz so einfach. Ne? Sehr gut. Ja, und ich glaube, die nächsten Worte schon, das ist eine tolle Geschichte. Macht es nicht zu Hause. Nochmal kurz für die Leute, wie heißt eure Firma, wo seid ihr, dass sie euch finden? Werbung in eigener Sache. Titan Motorcycles, Korngasse 13, 8020 Graz, Kleinem am Citypark. Super, alles Gute bei euch. Vielen Dank für das tolle Motorrad. Danke, dass ihr es da auch heraufgeschafft habt. Und ja, viel Spaß noch auf der Messe. Dankeschön. Tschüss, grüß dich, servus. Danke, ciao. Ja, jetzt kommen die Nächsten daher, eine ganz arge Geschichten. Der Franz Name einfügen, hat auch noch einen neuen hinteren 18er Slick. Na, hebt dann gut auf, der wird auch einmal was wert, wenn dann keine mehr verfügbar sind. Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Oh, das ist schon mehr meine Liga. Das ist schon mehr meine Liga, da kann ich ein bisschen mitreden. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, Nils, servus. Hallo. Ja, man sieht, die Bandbreite am Motorrad ist toll, wenn ich dich bitten darf. Ich habe es angesteckt, du müsstest bitte halten. Ja. Ja. Vielleicht ganz kurz für die Leute hinter der Kamera vorstellen, wer bist du, von wo kommst du und was ist das für eine Firma? Ich bin Victoria. Ja. Ich bin Designerin und ja, ich kam zum Motorrad bemalen. Okay. Und wie man sieht, bei mir wird es sehr bunt. Okay. Ich gehöre zur Loose Crew. Die Lustru ist eine Custom-Firma oder wie darf ich das verstehen? Wir sind ein Haufen verrückter Leute, die sich zusammengeschlossen haben. Hauptsächlich werden Motorräder gebaut oder Leute kommen zu uns und bauen dort ihre Motorräder, bekommen Hilfe und ich bin die Bemalerin dort. Okay. Ich mal an. Das heißt, du kriegst ein mehr oder weniger fertiges Motorrad und dann beginnst du mit deiner Arbeit? Ja, hauptsächlich mache ich Helme und Tanks. Okay. Und wenn
gewünscht dann natürlich auch ein komplettes Motorrad. Hier sehen wir natürlich jetzt was ganz Buntes, es geht auch dezenter auf jeden Fall. Aber ich denke, die Leute, die zu mir kommen, wünschen auch etwas Ausgefalleneres und haben keine Angst vor Farbe. Du, und dieser Tank, das interessiert mich jetzt natürlich, wie ist denn das, wie läuft das technisch ab? Der Tank ist vermutlich in einem schlechten Zustand, wenn er zu dir kommt einmal, oder? Also ich spachtel nichts. Mhm, die Dellen okay. bleiben bei mir. Okay, und ja, ich arbeite die mit ins Design ein. Der wird sandstrahlt okay. und ich verbinde die Techniken vom klassischen Airbrush. Ja. Und dann aber auch, ich mal dann mit dem Pinsel rein und drüber kommt ein 2K-Lack okay. und das wird dann fixiert, ja. Aber das ist aber interessant. Das heißt, du hast diesen nackten Tank ja. und tust Paintbrushen und Pinseln kombinieren. Ja, das okay. verbinde ich. Also so nur das klassische Airbrush ist mir jetzt ein bisschen zu langweilig. Und ich finde, da kann man ruhig viele Techniken miteinander verbinden. Das macht das Ganze spannend. Muss halt immer nur eins sein. Ja. Du, und da gibt es schon jemanden, der sich dafür interessiert. Der Felix heißt der. Felix der R. schreibt, die Hallo. Farben sind der absolute Oberhammer. Ja. Und jetzt möchte er wissen, was kostet so ein Make-up? Also wenn man jetzt diesen Tank, das ist ja. vielleicht ein nettes Beispiel, wenn der in einem halbwegs guten Zustand ist, was kostet so etwas zu gestalten? Ja, das liegt, wie gesagt, an den Farben, was derjenige haben möchte. Wenn es natürlich die metallischen Farben oder die so leichten Metal-Flake-Charakter haben, ist natürlich teurer. Also wieso ist es teurer? Ist der Rohstoff schon teurer? Der Rohstoff, die Farben okay. sind schon teurer. Und ich muss sagen, ich benutze sehr teure Farben, weil die sind lichtecht und die haben einfach eine super Brillanz. Das ist ein deutscher Farbenhersteller. Und ich finde, wenn man sich schon die Mühe macht mit dem Gestalten, dann soll es auch eine gescheite Farbe sein. Echt? Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, muss ich gestehen. Ich dachte, dass der Preis entsteht hauptsächlich durch die Arbeitszeit, ja. die da reinfließt. Arbeitszeit und Rohstoff. Und ich dachte mir, dieser Lack sind Peanuts. Ja, aber das ist nicht so. Das ist nee, die Farbe ist schon auch, die macht schon auch der Preis aus. Und natürlich, ja, da hauptsächlich die Zeit, wie lange man für was braucht. Jetzt, wie man sieht, wenn man ein Logo einarbeitet, es braucht natürlich immer mehr Zeit. Oder ja, so ein Farbverlauf oder so Farbsprenkler. Das kommt einfach drauf an. Manche wollen es weniger aufwendig und der Preis wird dann eben, je nachdem, was ein Kunde ausgeben möchte, finden wir dann die perfekte Lösung, dass er für seinen Geldbeutel das bekommt, was er okay, na gut. Ja, und da fragen jetzt Leute, ob man die auf Facebook oder Insta findet. Ich nehme ja. mal an, die Loose Screw. Die findet man auch und mich findet man natürlich ja. auch. Ja, unter, wie findet man dich? Unter ja. Vaim, Vaim, V-A-I-M. .me. Okay, sehr gut. Auf Instagram, ja. Sehr gut. Ich habe auch eine Homepage, das ist derselbe Name, findet man mich auch. Ja. Ja. Und wenn ich so offen fragen darf, also das ist dein Beruf, also du bist Motorrad, also du bist Künstlerin und Designerin. Designerin. Okay. Designerin. Ich komme eigentlich aus dem Flächendesign. Was ist Flächendesign? Für textile Produkte, Textildesignerin, wenn man okay. Oberflächen. Genau. Okay. Und das ist aber von der textilen Oberfläche zu einer Tankoberfläche oder Helmoberfläche ist dann auch nicht mehr weit, weil man gestaltet ja immer Körper und hier ist eben ein runder Körper. Deswegen ist der Spagat da gar nicht groß. Echt? Ja, ich bin ja leider ein Technokrat und ich weiß diese Designgeschichten nicht unbedingt, wie soll ich sagen, zu würdigen und zu schätzen. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber so ein Entstehungsprozess, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ich möchte einen Tank, ja. wie kannst denn du das dem quasi irgendwie vorher zeigen, dass er sich was vorstellen kann? Oder hat er am Schluss dann was fertig und frisst oder stirbt? Also oder? Die meisten, muss ich sagen, die sagen, mach. Bitte, ich vertraue dir einfach. So ein grobes Farbkonzept wird natürlich abgesprochen und dann darf ich machen. Oder wenn jemand sich unsicher ist, dann machen wir natürlich wie eine Art Fotomontage auf dem iPad. Wir zeichnen das schon mal grob drauf und man kann das inzwischen schon ganz gut vorher realisieren. Okay. Ja. Okay. Und dann fragt jemand, ich glaube, das hast du vorher schon gesagt, gestaltet die Dame auch Helme? Ja, hier. Da der ist von dir, oder wie? Der Indianer. Mächtig, na, da wird der genau. Zombie niederbrechen. Ja. Sehr also gut. Helme auf jeden Fall, mehr Helme als Tanks, muss ich sagen. Okay, ja. gut. Und dann kann man da auch Kunststoffteile auf diese Art behandeln? Ja. Also ich sag, Kunststoffteile, die ans Motorrad angeschraubt werden, ja, mache ich. Bei den Helmen, muss ich sagen, gehe ich nur aufs Fiberglas oder Carbonhelme, GFK, weil die ganzen Kunststoffhelme doch, weil ich ja mit 2K überlackiere und das ist ein bisschen lösemittelhaltig, kann den Kunststoff angreifen ja. und da nehme ich eher Abstand davon. Okay. Mache ich jetzt nicht. Ja. Na gut. Ich weiß nicht, hast du einen Überblick? Warten da schon die Nächsten, oder? Ja, Nächstes bereit? Ja, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas Wichtiges? Wollen wir noch ihn grüßen lassen oder alles?
Johannes Paletti. Ja, ich grüße alle, die was Buntes lieben. Gell? Ja, sehr gut, die grüße ich auch. Na, schön, dass du bei uns warst. Ja, wirklich interessant, dass ich da einen Einblick auch kriege. Hat uns gefreut. Ja. Ja, und schöne Messe noch hier. Ja, bis später. Den Zuschauern tschüss. Auch noch viel Spaß. Tschüss. Danke, ciao. Ja, jetzt kommt der nächste, das ist ein Wahnsinn. Die Bandbreite, ihr seht es, ist natürlich faszinierend. Es sind hier natürlich auf diesem Motorcycle Wien, wir strahlen hier quasi heute live oder wir senden hier live vom Motorcycle Wien in der Otterkringer Brauerei. Ist eine, ich will es nicht sagen, Custom-Bike-Messe, ihr seht es, ist eigentlich ein Festival, wo, geht schon, ja, einfach ins Bild, die Motorräder dürfen vor mir stehen, wo so wirklich mechanische Leute hier dabei sind, mit mechanischen Produkten, aber auch Künstler mit dabei sind und ist natürlich eine schöne Mischung. Das heißt, es können jetzt, wenn Leute kommen von euch hierher, die Veranstaltung ist ja heute und morgen hier Samstag, Sonntag, 8. und 9. September, die jetzt eher den künstlerischen Zugang haben, die werden hier schöne Gesprächspartner, nette, leibende Gesprächspartner finden, aber auch diese Hardcore-Mechaniker, wenn ihr auf ihre Kosten kommen, wie vorher das Projekt mit dem umgedrehten Zylinderkopf ist natürlich mörderisch, das ist, da geht es wirklich ins Eingemachte. Finde ich wirklich spannend und jetzt sehe ich schon, da kommt jetzt was schön Aufgebautes ins Bild, das vermutlich auch gut fährt. Da ist auch insgesamt wahrscheinlich darauf bedacht worden, dass das auch einmal leibend fährt. Da bin ich gespannt, was dazu gesprochen wird, was der Einsatzbereich ist. Grüß dich, Servus. Servus, hallo. Tritt ins Bild und nimm das Mikro. Ja. Ja, wir sind ja da mittendrin und live dabei. Darf ich dir bitten, dass du dir vorstellst für unsere Leute daheim? Also servus, ich bin Jimmy Dressel, ich bin von Carspeed Custom Motorcycles. Ja. Wir sind aus Deutschland. Nur aus Deutschland? In der Nähe vom Sachsenring. Okay, Sachsen, weil, sehr gut. Leipzig, Chemnitz, Zwickau die Ecke. Das ist eine große Motorsport-Historie. Ja, auf jeden Fall. Daheim. Ja, und da lastet einen großen Druck auf deinen Schultern. Aus der Gegend müssen richtig gute Sachen kommen. Die Inspiration und allgemein der Motorsport-Fan in allen drei von uns. Mein Vater und mein Bruder sind dabei bei der Aktion hier. Okay. Genau. Und das ist jetzt so ein, wie soll ich sagen, ein typisches Projekt, kann man das als typisches Projekt nennen, das eure Werkstatt verlässt? Ja, genau, das ist ein von uns erdachtes Projekt. Das ist das erste Motorrad, was wir als Kleinserie anbieten wollen. Wirklich? Genau. Habt ihr da genug Basismodelle bei euch? Es gibt auf jeden Fall genug Basismodelle. Gucken wir natürlich sofort drauf, ob das Motorrad gut verfügbar ist als gebrauchtes Motorrad. Das ist eine Honda CB750 von 1996. Okay. Als Basis. Die ist aber von 92 bis 101 gebaut worden. Okay. In der Art. Genau. Wie ist denn das, wenn du jetzt sagst, die Basis der CB750, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen? Denkst du, werden die Preise weiter steigen? Oder ja, ich denke schon. Also bei den normalen CB750ern von 76 und so die Richtung sieht man das ja schon. Genauso bei den ganzen BMWs. Und die wird als Basis noch nicht so oft verwendet. Und der Grund war für uns dann auch, dass von der noch nie ein Komplettumbau gemacht wurde. Mhm. Und deshalb war es jetzt für uns mal der Zeitpunkt, um das wirklich anzugehen. Vorne ist eine Upside-Down-Gabel drin, eine moderne, die Öl-Dämpfer komplett neu und auch so halt allgemein schon viel dran gemacht. Aber halt hat TÜV, ist fahrfertig in Deutschland. Okay, also das ist 100% legal. Genau. Das ist nichts, weil Österreich, was wir machen, das manchmal so, wird schon passen, aber ihr macht ja das korrekt. Ja, genau, auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, ist schon. Alles eingetragen, genau. Okay, und jetzt sagst du, das soll eine Kleinserie werden. Genau. Dadurch hat der Endkunde den Vorteil, dass das halt, wie soll ich sagen, erprobt ist und auch wirklich praxistauglich, weil das ja, ja. Genau, es ist nichts dran gebastelt, es ist alles schon so bei dem Prototyp jetzt entworfen, dass alles in der Kleinserie gefertigt werden kann, also ein bisschen reproduzierbarer ist als bei einem Einzelstück. Natürlich trotzdem kann der Kunde immer Farbwünsche vom Leder her, Griffe und auch sonstiges. Ja, letztendlich ist das Open End. Okay. Aber der Stil soll dann so beibehalten werden. Dann. Und jetzt fragt jemand, was sind das für Kunden, die sowas in Auftrag geben? Also da ist es ja so, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, das ist tatsächlich keine Auftragsarbeit, sondern ihr produziert das mal und dann verkauft ihr es danach, nachdem es fertig ist. Ja, genau, gibt es bei uns auch beide Varianten. Kommen auch Kunden zu uns, die ihr Motorrad mitbringen und umbauen lassen oder die eins als Basis kaufen wollen und das umbauen. Was sind das für Kunden? Da, echt ganz unterschiedlich. Vom mit 40er, der jetzt nochmal ein Custom-Bike haben will, um damit Sonntagsausfahrt zu machen, aber auch mit 20er, die halt in der Custom-Lifestyle-Szene irgendwie sind und sich dann damit halt ein Bike leisten wollen. Okay. Ja. Und wenn du jetzt sagst, diese CB750, wenn ihr die jetzt verkauft, gehst du davon aus, dass das für den Kunden halbwegs normal fährt oder auf was müsste man da jetzt Acht geben, wenn man mit dem wirklich, sagen wir mal, täglich zur Arbeit fährt? Das ist schon dafür gemacht, um es täglich fahren zu können. Ja. Das Fahrwerk ist ja erst rein abgestimmt.
die Yamaha R1-Gabel vorne drin, die Bremsen, Bremsen wie Yamaha, verrückt. Wahnsinn. Das ist ein USD-Frontend, genau. Ja, kann man täglich fahren. Die Position ist jetzt ist zwar schon ein Kaffee-Racer, was ein bisschen tief ist, ja, Position, ja. Aber nicht so krass. Dadurch, dass die Sitzbank relativ tief gerückt ist, ist es schon von der Position noch recht aufrecht und möglich zu fahren. Ja. Das ist natürlich jetzt ein schon eine geile Geschichte, weil diese Yamaha R1-Gabel ist jetzt nicht ganz so dramatisch teuer, wie wenn man da jetzt eine komplette Ölingsgabel nimmt. Genau, aber genau. Ist natürlich rein von der Technik her natürlich den alten Zeug haushoch überlegen. Genau, ja. Ist kein schlechter Ansatz. Und die gibt es ja wie Sand am Meer, diese Gabeln, glaube ich, zum Die gibt es schon kaufen. Ganz gut zu kaufen, ja, genau. Okay, ja. Die Bremserei passt auch, hast du gesagt. Genau, da haben wir vorne noch natürlich eine andere Achse drin und ein paar Spacer, damit die Bremsen dazu passen. Ansonsten ist das Originalrad, originale Bremsscheiben. Okay. Also ist alles recht erprobt und einfach tauglich für jeden Tag. Okay. Und wenn du jetzt das Gesamtprojekt so anschaust, was sagst du, worauf bist du am meisten stolz? Was ist das Geilste oder auch das Intensivste für euch gewesen in der Arbeit? Hauptsächlich eigentlich das Heck und die Linie zum Tank. Der Tank ist unten ein Stück verlängert worden, also angeschweißt. Und das Heck haben wir erstmal im CAD entworfen, also im 3D-Konstruktionsprogramm. Und dann eine Positivform gebaut, dann eine Negativform abgenommen. Und da können wir jetzt reinlaminieren mit Glasfaser und einem Carbon-Hybrid-Gewebe, was noch verstärkt. Und da können auch ein paar Teile dann rausspringen aus der Form. Okay. Genau. Und jetzt hat gerade jemand gefragt, aber das hast du jetzt hier beantwortet. Manche Dinge sind halt einfach fertige Teile, die ihr gebaut habt. So manche Dinge habt ihr wirklich selbst quasi gebaut. Genau, also mit dem Tank zum Beispiel. Genau, der Tank verlängert, das Heck, die Sitzbank, also die Grundform für die Sitzbank dann noch. Ja. Das Heck ist ein bisschen umgeschweißt natürlich. Ganz normal auf Kaufteile ist zum Beispiel die offenen Luftfilter, die Leo Vince Auspuffanlage. Ölungsfederbeine hinten, ja. Genau, okay. Und jetzt hatte jemand schon einen Verbesserungsvorschlag noch gewagt, hier rein zu posten. Der Patrick Wanderkamm meint, man könnte doch noch einen Edelstahl-Windabweiser oben am Scheinwerfer draufgeben, um ein bisschen Windschutz zu haben. Was sagst du, würdest dem Design gut tun? Oder? Kann man schon machen und die Linie eventuell noch ein bisschen zu verfeinern. So ein kleines Blech ist ja teilweise ein bisschen in zur Zeit. Ne? Ja, auch der neue Neo-Kaffee-Racer von Honda mit drauf teilweise. Ja. Macht sich vielleicht nicht schlecht, wenn es mit dem Tacho passt und so. Okay, also war jetzt keine Blasphemie, dass sich diesen Vorschlag jemand zugetraut hat. Ist auch, sagen wir mal, vom Retro-Design her, ja, gängig. Okay, na gut. Ja, nochmal, dass die Leute auch finden. Also Carspeed Custom Motorcycles ist euer Name. Genau. Und wo findet man euch am besten? Wo seid ihr aktivsten? Instagram oder Webseite? Instagram und Facebook, carspeed.moto. Ja. Webseite carspeed-moto.com. Okay. Also genau, Carspeed Moto finden wir eigentlich überall. Dann. Super. Genau. Na, dann sage ich danke fürs Kommen. Ja. Super fürs danke Mitmachen gleichfalls hier. Und geiles Projekt. Ich habe es vorher schon gesehen, habe auch schon Fotos gemacht. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß unter dem Messestand. Danke, danke. Tschüss. Okay, ciao. Was ein Wahnsinn. Jetzt muss ich was trinken. Gibt es da im Kühlschrank noch was drinnen eigentlich? Jetzt bin ich gespannt, was der herbringt. Sicher Bier und ich kann mich nicht wehren. Red Bull, ja, na, ist ja wurscht. Halleluja, am Zucker wird es nicht mangeln. Danke. Auf den Didi. Ach. Ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Offensichtlich habe ich die Kollegen jetzt zu früh weggejagt. Es ist noch gar kein neues Motorrad jetzt da. Die sind jetzt gerade noch am Suchen, weil das war jetzt aber nicht schlau von mir. Hier ist der Holger von vorhin, geniales Bike. Ah, hallo. Nein, es freut mich natürlich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt diesmal keine Ahnung, wie viele Leute zuschauen. Wir haben hier ein anderes Setup, aber wir üben das. Das ist jetzt für uns das erste Mal, dass wir auf so einer Messe live streamen. Das möchte man natürlich auf der Intermod dann auch machen. Und so können wir natürlich, wenn wir so von unterwegs auch Livestreams machen, wirklich tief ins Geschehen eintauchen und tief bei solchen Events mit dabei sein. Ihr seht, da kommt schon das nächste Projekt mit her. Für die erst eingestiegen sind, wir sind hier beim Motorcircle Vienna 2018 in der Otterkringer Brauerei. Und ihr seht schon, da kommen immer wieder Leute ins Bild. Also manche kommen geplant ins Bild. Das macht Sinn, dass die kommen. Und manche rennen einfach ins Bild. Das macht keinen Sinn, dass die kommen. Und die geplant ins Bild kommen, das sind quasi Customizer, die hier, eigentlich sind es Customizer, teilweise sind Künstler, die hier Motorräder ausstellen bei diesem Motorrad- und Lifestyle-Festival. Und da ist das nächste Projekt jetzt hier. Das ist eine ganz heftige Ware. Da bin ich jetzt echt gespannt, was das für ein freaky Teil ist. Und
Das findet hier, bitte schmeißt das nicht um die Gurken, sonst habe ich gleich ein schlechtes Gewissen. Wir sind jetzt hier quasi mittendrin im Veranstaltungsgelände. Ich bitte Platz zu nehmen. Hi. Hallo? Deutsch? Englisch? Englisch. Yeah. Hello? Nice to meet you. Nice to meet you. It's your turn. Where do you come from? What's your name? What's your company? I come from France. Yeah? Okay. The company is Scheinheimer. Okay. And I do custom motorbikes and furniture. Okay. And made furniture. Okay. So I've made this custom bike, which is electric. Okay, great. It's like a new modern style. Yeah. I wanted to mix like all the styles from the motorcycles. Yeah. And what the shape could be if you mix all the shapes in motorcycles. Okay. And what's your heritage is, are you a technician or designer or? I'm a designer. Okay. Yeah. But you had, of course, you need some partners to produce such a motorcycle because I think it's quite complicated because everything is made by you, huh? Or by your company. The base is a Vectrex scooter. Ah, okay. And then I designed the body and made it. The body is made of fiberglass and aluminum. Okay. So it's completely custom. Okay. And it's the base is a scooter with 13 and 14 inch wheels. Okay. And this is 17. And it's more like a proportion of a motorbike. Okay. But it can ride. So it's not just a crazy look, but it really can ride. Yeah, I wanted to make it drivable. Okay. Because it would make more sense to me than just being a shape, and it would be more boring. So to make it drivable would be more fun and interesting for the project to be. Okay. Für die, die es nicht verstanden haben, also es war mal ein Vectrex-Scooter und der Kollege hat jetzt hier draus so ein irres Motorrad gemacht. And the project name is Scheinheimer or is this your... This is the brand, Scheinheimer is the brand. Ah, it's the brand of the car. Of the bike company. Is named the Hope bike. Okay. Yeah. And yeah, how does it feel? It's fully electric, so it's very soft and nice to drive. Really? Easy to drive, yeah. You have two ways throttle engine. On so and you, off. Yeah, you can be on and off, so you can drive in like normal way, and you can reverse it to recharge the batteries. Ah, really? And it gives you a reverse too, if you want to drive it. And how much power is in this space? It's 28 horsepower. Okay, yeah. Okay. And you already measured the top speed? The top speed is 120 kilometers per hour. Yeah, okay. And the engine is like all the time the same, and you can pick up different kind of batteries to have different range. Okay. So it's between 100 and 250 kilometers. Okay. Of range. Great. And of course, it's a really impressive eye catcher. So I think if we go from one exhibition to another, the guys are crazy about this project. It's outstanding. It's really hate and love response most of the time. It's like if it talks to you, then I guess you will love it. Yeah. And if you don't like, maybe it can look quite strange because it's a little different from the motorcycles that we see, mostly because of the wheels being covered, more like a train or a car in the design. But the core here is an electric scooter, and a lot of people think about custom bikes must be dirty, full of oil, old engines, and you build it out of an electric scooter. Why? Yeah, it was just because it would fit better the vision I had for the design. I made the package because of this design being very simple and clean, and I want it to be very timeless looking. Okay. So some people would think it could be very inspired by the past, and some will tell me it's very futuristic. Really? Okay. So that's because I wanted to have it quite neutral in the shape and timeless. Okay. But I also with Scheinheimer make Harley Davidson custom or bike like this,
which are very in contrast with this one. Okay. Like being very the opposite. Okay. Very naked and noisy, and this one is more closed and quiet. Okay. Yeah. And one guy from the live stream asked us, das wäre doch, it would be a great bike for the Glemseck 101. You know the Glemseck? It's a race, acceleration race. Straight line, yeah. I think so, yeah. Could be a hidden because champion. Because of the electric engine and the power you've got instantly, yeah. I think it would fit. And the shape also is the same as the Salt Lake Lakes, and this kind of race with the bubble type front. Okay. And one guy told us it would be in Austria, it would be a big problem with the police. You would be stopped at every control section. So of course you're not able to ride with it on open roads. It's just a show bike, right? I do drive it. Actually. Really? Yeah. Oh my God. And yeah, because the you get jailed with it. You get arrested? No, not yet. Not yet. Okay. No, because the frame is the stock version of the Vectrix. Yeah. And so it's like it's very different from the Vectrix, but at the same time it's the same structure. Okay. The structure hasn't changed, the suspension are the same and the steering is the same. Okay. So in France it's okay to, and because of it being electric, The approach is different, yeah. Das ist natürlich ein guter Punkt. Als elektrischer Fahrer ist man immer gleich sympathisch und hat, glaube ich, auch ein bisschen einen Narrenbonus. Yeah, from my side, really. It was really nice to meet you here. Maybe once again, but where is your company located in France? The company is located in France. It's called Chain Yammer. Okay. And so we do custom alleys and different type of chopper and bobbers and this design too and furniture. Okay. And where can we find you on the web, on Instagram or Facebook? Where are you more active? We are on Instagram at shiny.hammer and the website is shinyhammer.fr. Okay. Ich glaube, das war wirklich eine leibende Geschichte. Thank you very much for your trip here to Austria. Thank you. Thank you. Und ja, holen wir uns die nächsten ins Bild. Thank you. Merci und au revoir. Das ist ein Wahnsinn. Der Georg meint, am Glemseck muss er die Kabeltrommel mitnehmen. Aber ich bin natürlich fix und fertig auf die Nerven, weil hier so eine Bandbreite an Motorrädern da ist. Also für die, die später eingestiegen sind, wir sind hier beim Moto Circle Vienna 2018 Motorrad Lifestyle Festival. Wir streamen jetzt schon seit einer Stunde hier live aus der Otterkringer Brauerei. Also hier ist der Hopfenboden, glaube ich. Also hier ist mal der Hopfen gelagert worden, früher in den letzten, also ja, vor Dutzenden von Jahren. Und jetzt ist so, dass hier das eine coole Event-Location ist, wo man Leute oder coole Events halt herholt. Es ist zum Beispiel jetzt hier das Motor Circle Wien Festival und dann jetzt demnächst ist hier das Gin und Rum Festival. Also ja, hier geht es halt immer rund. Der nächste kann schon kommen, oder? Ja. Ich glaube, da wird gerade diskutiert, wer als nächstes an der Reihe ist. Aber ich sehe da schon ein leimendes Gerät. Ja, das holen wir uns jetzt her. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute zuschauen. Sehr gut. Pass auf, der Ständer. Achso, passt das her, oder? Ständer hast du im Griff? Ja, ohne den bleibt es ja nicht stehen. Ah, okay, sehr gut. Jetzt holen wir was Neues einmal ins Bild. Jetzt holen wir ein neues Motorrad ins Bild. Also, ihr seht, hier beim Motor Circle Wien 2018 haben wir verschiedene Sachen im Bild. Also, wir haben jetzt gehabt einen Elektroscooter, der zu einem Showbike gemacht worden ist, der auch auf der Straße fährt. Wir haben gehabt eine Künstlerin, wir haben da so richtig heftige Technik-Enthusiasten, Maschinenbauer, die den Motor umbauen. Und dann haben wir jetzt hier auch Leute, die Neumotorräder herstellen. Und das ist jetzt quasi, ja, ich sag mal, ein Husqvarna 401. Was war das mal? Grüß dich, gehen wir gleich mit dir zu reden. Servus. Du stell dich kurz vor, gleich mit dem Mikro, das ist deins, das ist meins. Wer bist du, von wo kommst du? Ist ja groß. Hallihallo, grüß euch. Willkommen beim Motor Circle. Ich bin vom Husqvarna Flagship Store in Wien, Wien-Vösendorf, und bin dort hauptverantwortlich für die Marke Husqvarna, nachdem es KTM und Husqvarna gibt. Und durch das schöne Thema und dieses Ambiente vom Motor Circle sind wir auch letztes Jahr ja schon beim Erstlingswerk dabei gewesen. Damals noch mit einem Vorserienmodell von der 401 Witbillen. Ja. Und nachdem ja diese wunderfeinen Witbillen- und Swartbillen-Modelle mittlerweile am Markt angekommen sind und sich großer Beliebtheit erfreuen, haben wir da jetzt unsere gesamte Modellpalette hier, plus diesen
Prototypen. Du warst da kommt natürlich jetzt gleich jede eine Frage, die die Leute hinter der Kamera schon auch haben. Jetzt, das, da bist du jetzt natürlich auch einmal so am Stand. Du bist jetzt ein Händler aus Wien und zeigst die Aero als Prototyp und die Leute wollen wissen, wann kannst du das kaufen, oder? Das natürlich regelmäßig die Frage. Ich muss auch zugeben, ich hätte natürlich fast noch lieber die 701 Wattbillen, den Prototypen hier stehen gehabt, weil ich auch ganz genau weiß, da warten die Leute schon drauf, da haben wir extrem viele Anfragen dazu. Die wird im November auf der EICMA präsentiert und ja. Wie ist das kündigt, dass du das gesagt hast, glaubst? Und das weiß eh schon jeder, oder? Das weiß man, das ist ein offenes Geheimnis und okay. Im Gegenteil, die Leute sollen nur noch zusätzlich angestachelt werden, weil die Anfragen sind groß. Die Vorfreude soll noch viel größer werden und wir freuen uns auf ein erfolgreiches nächstes Jahr. Aber ich habe den Prototypen nicht herbekommen. Okay, na gut. Aber ich denke trotzdem, dass das auch ein cooles Ding ist, weil im Prinzip, es war mal die Wattbillen 401 und zum Beispiel, was ist das für ein Lenker, was da jetzt drauf ist? Also rein vom Grundlayout ist es eine 401 Wattbillen. Okay. Quasi wie mit einem Bodykit drauf, wo vorne noch ein bisschen an der Schnauze etwas dazugebaut wurde. Mhm. Es ist ein bisschen Kaffeesudlesen, was die Erhältlichkeit von so etwas anbelangt. Ich kann mir persönlich, und das ist jetzt meine Meinung, nicht vorstellen, dass es als eigenständiges Modell auf den Markt kommt. Okay. Unter Umständen, ja, je nachdem, wie sich die Modellreihe weiterentwickelt, wenn das weiterhin so erfolgreich geht, kann es durchaus sein, dass das vielleicht als Bodykit aufgelegt wird. Ja, ich meine, eins muss man natürlich schon sagen, die Basis, diese Wattbillen 401, ist natürlich so günstig, dass das jetzt wahrscheinlich in Zukunft sich anbietet als Basis für verschiedene Custom-Projekte. Und wenn ihr das nicht macht, für Husqvarna, dass diesen Bodykit anbietet, dann wird es irgendwer anders finden, der das macht. Aber wenn wir kurz über die Basis sprechen, es hat jemand gefragt, es gibt natürlich leider immer noch Leute, die das nicht kennen. Kannst du vielleicht kurz die Basis vorstellen? Was ist das für ein Motor? Was war das für ein Motorrad? BS, Hubraum und so weiter. Vielleicht machen wir das ganz kurz. Ja, generell. Die Zugehörigkeit zu der KTM-Gruppe ist ja offenkundig mittlerweile. Wir sprechen mittlerweile von ein bisschen so quasi schwedisch Made in Austria, was speziell für den Österreicher, der ja doch ein Patriot ist, natürlich ein absolut zugkräftiges Argument ist. Und die Basis für die 401er kommt natürlich auch aus der KTM-Gruppe heraus, ist quasi der 390er Motor. Ein Einzylinder? Einzylinder, 373 Kubik, 44 PS. Und das Ganze in Kombination mit einem sehr geringen Gewicht, wir sprechen von knapp über 150 Kilo plus Sprit. Und du hast das ja auch schon das eine oder andere Mal testen können, auch bei unserem Urban Ride. Gerade in der Stadt gibt es fast nichts Handlicheres, das so spritzig und leicht von der Hand geht. Die zwei Schwestermodelle Wattbillen und Wattbillen, eben das eine ein bisschen von der Lenkerposition, so wie hier auch mit den Stummlenkern, mit ein bisschen sportlicheren Sitzposition drauf. Und bei der Wattbillen gibt es das dann Ganze noch mit dem bisschen höheren Lenker. Und ja, für jeden etwas dabei, würde ich sagen. Ja, und was schon ist, das ist immer der Vorteil. Es kommt jetzt, Husqvarna betritt ja das komplettes Neuland. Und dann ist es so, wenn eine Marke komplettes Neuland betrifft, sind sie immer extrem großzügig, was, glaube ich, Probefahrten betrifft. Weil die wollen natürlich beweisen, dass das gut fährt. Und ich glaube, dieses Jahr war niemand so aktiv mit Probefahrten anbieten, wie, ich glaube, Husqvarna. Und ihr seid ja bei jeder Veranstaltung, sehe ich, ihr seid dort und wollt zeigen, was das kann, oder? Ja, selbstverständlich. Du hast uns ja auch gestern schon beim Aufbau beobachtet. Ja. Nein, und wie du auch mitbekommen hast, wir haben auch hier beim Motorcycle die Möglichkeit, Testfahrten zu machen. Wir haben insgesamt 6 bis 7 Motorräder jetzt zur Verfügung, wo geführte Runden gemacht werden im Stundenrhythmus. Den Urban City Ride haben wir gemacht. Natürlich, wenn du so eine Launch machst und eine Marke auf die Straße bringst, wo diese Offroad-Vergangenheit natürlich sehr präsent noch ist, dann musst du natürlich die Leute auch zu dem Fahrzeug hinbringen. Und gerade für unseren Standort, der Flagship Store im Süden von Wien, ist natürlich straßenlastig. Und ich habe die ersten, wir haben im Juni 2016 eröffnet, sehr erfolgreich. Aber es war am Anfang natürlich mit Straßenmodellen noch sehr dünn im Husqvarna-Programm. Und das war für mich durchaus schwierig, weil ich natürlich Gas geben wollte und die Marke vorwärts bringen wollte. Aus heutiger Sicht, es hat mich sehr gefreut, auch bei dieser Grundentwicklung mitwirken zu können.
und eben jetzt mit den drei neuen Modellen, nächstes Jahr das vierte Modell dazu. Die Zeichen stehen auf positiv. Sehr gut. Und jetzt ist so, dieses Modell, diese 401er-Serie, gibt es jetzt quasi die Smartbillen und die Wittbillen, ja. Ist so, die leben wahrscheinlich zum einen von diesem niedrigen Gewicht. Das macht es natürlich sehr umgänglich und zugänglich. Die leben wahrscheinlich von einem niedrigen Preis, dass du quasi zu einem Preis, wo du woanders eine gebrauchte Gurken kaufen musst, das Neues kaufen kannst. Und dann leben sie aber auch davon, glaube ich, dass du was Günstiges kaufst, was Leichtes kaufst, was aber trotzdem, glaube ich, sehr anerkannt ist. Also mit dem, das ist wahrscheinlich einer der wenigen 400er, wo man sich wo blicken lassen kann, wo man sagt, Bobby Stepper, das ist allein an der Maschine. Also das hat schon ein cooles Image, das hat es gut geschafft. Und jetzt bin ich gespannt, was die Leute daraus an Customizing-Projekten auf die Beine stellen. Ihr bei euch im KTM-Store werdet euch viel machen mit diesen Originalteilen, die Husqvarna hat. Aber was sind so die ersten Ideen gewesen, die heuer entstanden sind bei euch? Was haben Leute schon so dran gemacht an ihren 401er Mietbillen und Swartbillen? Was waren so die ersten Projekte? Ja, die ersten Projekte, muss ich zugeben, sind eher daraus entstanden, dass einige Teile aus dem Zubehörprogramm noch nicht gar so schnell verfügbar waren. Okay, zum Beispiel Kennzeichenträger, der jetzt stattweg so an der Schwinge angebaut ist und direkt an den Hinterreifen geht. Es kommt jetzt demnächst auch eine Lösung von Husqvarna selber, wo eben auch eine Kennzeichenhalterung, ein Kennzeichenträger für das Heck oben kommt. Okay. Ist generell natürlich immer eine Geschmackssache. Das ist das größte Thema, Kennzeichenträger, oder? Das ist ganz wichtig, oder? Ja, natürlich. Das ist, jeder stellt sich etwas anderes auf seinem Bike vor. Generell, so wie du es vorher auch gesagt hast, du fallst natürlich mit diesen Teilen in der Stadt auf. Wenn du eine Runde durch Wien fährst, spätestens bei jeder vierten Ampel, allerspätestens, steht einer neben dir und sagt, was ist das? Was ist das? Das kenne ich noch nicht. Wo kriege ich das? Okay. Und ansonsten, wie gesagt, Customizing in jede Richtung. Wir haben jetzt einen Kunden gehabt, letzte Woche erst, ist zum 1000er-Service gekommen und hat seine 401 Wittbillen zum Beispiel komplett folieren lassen, in dem Fall ein Titan-Mattgrau. Okay, geil. Da kommen jetzt noch ein paar Applikationen mit Logos noch dazu. Diverse Sachen. Gerade in der heutigen Zeit auch, muss nicht immer gleich alles lackiert werden, je nachdem. Die Folientechnik hat sich entwickelt in den letzten 10 Jahren, dass du wirklich nahezu jedes Teil folieren kannst und du kannst dir quasi jedes Jahr dein eigenes neues Design machen, zum Beispiel. Das mit dem neuen Design muss man aufpassen, weil dann glaubt daheim der Finanzminister oder die Finanzministerin, du hast jedes Jahr ein neues Motorrad, da muss ich immer aufpassen, wenn ich solche Ideen habe. Nein, deswegen, ich kaufe mir gerne Motorrad, die immer gleich ausschauen wie das Vorgängermotorrad, dann frage ich nicht, dass schon wieder nichts ist. Ja, ich sage es den Frauen ja nicht. Nein, passt, ja. Mach es mir, sind es aber die Männer auch. Ja. Es ist ja so, natürlich ist der Anteil der Männer größer, die Motorräder fahren. Also wir haben bei uns bei 1000 Besten ca. 92% Männer und 8% Frauen, aber es gibt doch natürlich auch die umgekehrten Fälle, wo die Frauen da ein bisschen ein Problem haben, wenn sie zu viel Geld fürs Motorrad ausgeben. Aber wenn wir nicht über das schnöde Mammon sprechen, Husqvarna in Wien, 401, jederzeit bei euch Probefahrbar, glaube ich, bis in den Winter hinein. Das ist, glaube ich, eine wichtige Nachricht. Aber eine wichtige Thematik hat einer auch angesprochen. Es hat dieser Motor 44 PS. Das wäre jetzt natürlich prädestiniert, um damit mit dem A2-Führerschein Gas zu geben. Jetzt hat das Fahrzeug aber leider einen Wettbewerbsnachteil. Es ist so leicht, dass man es dann trotzdem drosseln muss. Nein, muss man nicht drosseln. Okay, na gut, bin ich jetzt jemand auf den Leib gegangen. Ja, Entschuldigung, wenn ich da direkt drauf eingehe. Ja, passt, ja, super. Das ist zum Beispiel auch beim Schwestermodell auf der KTM-Seite 390 Duke bis Modelljahr 16 musstest du eine minimale Drossel einbauen. Okay. Weil sie um dieses berühmt-berüchtigte A-Punkt-Punkt-Punkt zu leicht war. Ja. Das wurde mit dem Modelljahr 17 schon bereinigt und ist mit einem anderen... Hat man drei Bleiblotten unten drauf geschraubt oder was? However, ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen. Es passt nun von Start auf die A2-Geschichte und bei den 401ern haben wir dieselbe Geschichte. Und dann gehen wir gleich weiter. 701 Modelle, Wittbillen und dann natürlich auch in weiterer Folge Supermoto Enduro. Standardmäßig 74 bis 75 PS. Aber natürlich drosselbar für die A2-Geschichte. Okay, na gut. Ja, dann glaube ich, kommen dann die Nächsten schon an die Reihe, oder? Julia, wie schaut es aus? Ja, ich hätte gerade so gut sitzen. Ja, wir sind erst eine Viertelstunde. Ich möchte heute noch 50 Leute durchbringen. Ja, passt. Super, dass du da warst. Und Probefahren geht unten. Viel Spaß noch am Messestand. Oder im Flagship-Store. Oder im Flagship-Store. Natürlich. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss und Baba. Ciao. Na, da bin ich gespannt, was
noch kommt. Ich muss gestehen, wenn ich es offen sagen darf, mir hat die Smart Building 401 am meisten getaugt vom Fahren und optisch habe ich, pass auf, dass es nicht umfliegt, ich werde ganz nervös. Meine Nerven. Und vom Optischen her finde ich natürlich die Witbillen 701 am schönsten, muss ich gestehen, persönlich. Wohingegen vom Vorn her war diese Swartbillen 401 das leibendste. So ist da mein Eindruck gewesen mit dem Motorraum. Aber ich, wie gesagt, ich finde es einfach sympathisch, dass da um ein Neumotorrad um halbwegs leistbare Kohle kriegst, das was hermacht und das auch ein leibendes Image hat. Und die Wildcat sagt natürlich auch, sie ist gestern gefahren, eine 390er Duke, absolut cooles Teil, finde ich natürlich auch. Und für die 390er Duke gilt das Gleiche, ein Motorrad für überschaubaren monetären Einsatz, in dem man nicht viel Spaß hat. Tschüss, da grüße ich jetzt nämlich wirklich jemanden hinter der Kamera, das sind ja echte Menschen hier. Wir sind ja hier jetzt, also ihr seid auch echte Menschen, also ihr seid auch echte Menschen hinter der Kamera, aber da steht jetzt wirklich hinter der Kamera noch ein echter Mensch. Und da kommt ein anderer echter Mensch. Hallo, stell dich vielleicht gleich vor. Also, sprichst du Deutsch? Was ja, ist ja, Servus. Nein, ich weiß ja nicht, was da kommen. Aus aller Herren Länder kommen Leute her. Wenn du dich vielleicht kurz für die Leute beim Livestream vorstellst, von wo kommst du, wer bist du? Ich komme aus Österreich, aus Niederösterreich besser gesagt. Okay. Fabian Wortham von WeCreate Motors. WeCreate Motors, okay. Genau. Und du wirst nicht glauben, von wo wir überall Zuseher haben. Da gerade der Georg schreibt Hallo aus Australien. Also na, ich weiß nicht, ob das eine potenzielle Kundschaft für dich ist, dass der vielleicht, nach Österreich ja. kommt. Also ich war auch eine Zeit lang auf Bali. Okay. Und Bali ist ja doch ums Eck quasi bei okay. Australien. Deshalb. Okay. Und das ist jetzt ein Projektmotorrad oder ein Kundenmotorrad, von das euch jetzt ausgeborgt habt? Oder ist das dein eigenes oder was, nein, was hat das Motorrad ist, für eine Geschichte? Nein, also ein Kundenmotorrad. Ist vorgestern fertig geworden. Perfekt für die Messe. Und vorgestern fertig geworden, das ist immer das Gleiche mit den Messen, oder? Ja, genau. Was war ja, das also mal? Kawasaki Z750B. Genau, die Twin halt, wo sie ja. ein bisschen so die Engländer ja, imitieren wollten. Mal, ja, danke, ja. super, ja. Okay. Und ja, das ist draus geworden. Eigentlich in Kisten gekauft. Also war es wirklich auch eine Baustelle? Ja, okay. ziemlich. Also ich habe mir vorher jetzt gerade nochmal so die Fotos angeschaut vom Anfang, wie sie ausgeschaut hat. Kann man nicht glauben nachher, gell? Unglaublich, ja. Und nein, ist echt, also ich finde, super geworden. Und ja. Wenn man so komplette Baustellen, Leichen kauft, hat man den Vorteil, dass man es billig kriegt, aber man hat halt dann, am Ende des Tages ist da meistens eh kein gutes Geschäft, wenn man da massiv reinsteckt. Es ist immer ein bisschen so die Katze im Sack sozusagen, aber ich habe relatives Glück gehabt, dass der Motor eigentlich nicht schlecht war. Da muss man sich auf sein Gefühl verlassen, oder wie? Ja, also ich habe doch relativ lange Erfahrung und ja, das hat dann schon gepasst. Und motorisch war es eigentlich einigermaßen gut und sonst war es halt eine komplette Baustelle. Okay. Und wenn jetzt Leute sich so Baustellen kaufen und dann zu euch kommen, um so ein Custom-Bike aufzubauen, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich der bessere Weg, euch vorher schon mit ins Boot zu holen, dass ihr diese Baustelle kauft oder wie ist der bessere Weg, dass man ja, da Überraschungen hat? Das kommt drauf immer darauf an, ob ich überhaupt da bin, weil da war es eigentlich so, da war ich eben gerade auf Bali, wir waren ein halbes Jahr, meine Frau, also die Familie und ich, waren wir auf Bali und ich habe aber schon gewusst, dass dieses Projekt zustande kommen wird und habe halt immer wieder auf Willhaben zum Beispiel geschaut, ob es irgendwas Gutes, irgendwelche guten Angebote gibt und das habe ich dann gefunden, dem Kunden halt Bescheid gesagt, der hat es dann eigentlich gekauft, ohne dass ich noch im okay, Land war. Okay, ah, okay. Und dann hast du das... Dann bin du, ich zurückgekommen und dann waren die Kisten da, ja. Es waren eigentlich zwei Motorräder, wobei eine nur einen Fahrzeugbrief gehabt haben und ja, was halt bei der halt nicht schlecht war, dass halt wirklich viele Teile da waren. Also okay. sozusagen trotzdem aus zwei eins gemacht und okay. ja. Und jetzt ist so, du hast, ein User hat natürlich schon richtig erkannt, ja. Da ist eine Telle im Tank. Ja, das richtig. Das ist die Wahrheit, da war halt eine Telle im Tank und die genau. bleibt drin, oder wie? Genau, ich weiß nicht, von wo die Telle kommt. Mir ist nicht passiert beim Arbeiten. Nein, ich habe mir gedacht, ich lasse drinnen, jetzt nicht so dieses typische Klischee, das Patina haben muss. Einfach so, ich finde es nicht schlimm, sie ist auch nicht zeitlich, sie ist irgendwie eine ungewöhnliche Stelle, weil ich weiß nicht, wie das passieren kann bei einem Unfall, dass genau dorthin eine Delle kommt. Naja, das hat das Gegenstück dazu, tut sicher mehr wie dann, ja? Genau, und
ja, ich habe einfach da, ich habe lange überlegt, soll ich es rausmachen oder nicht, habe mich da dann dafür entschieden, dass es drin bleibt. Ja. Okay. Gehört ein bisschen zum Bike. Du, und wenn wir jetzt zum Umbau sprechen, das, die Basis haben wir kurz schon beleuchtet, was ja. waren jetzt für dich beim Umbau die größte Herausforderung, das so werden zu lassen, sage ich mal? Naja, dass so vom Farblichen her eigentlich alles gut zusammenpasst. Okay. Was mir halt trotzdem sehr wichtig war, dass es sehr minimalistisch aussieht. Mhm. Auch genauso, dass keine riesen Heckleuchte ist, beziehungsweise dass halt die Kotflügel sehr, sehr clean rüberkommen. Dass das ganze Ding nicht zu hoch ist. Also es soll absichtlich ziemlich tief sein und eher breit. Das war auch dem Kunden wichtig. Okay. Und ja. Und wird das jetzt bewegt? Gab es auf der Straße, oder? Auf alle Fälle. Okay, ja. Schön. Und das ist auch so halbwegs legal oder ganz legal oder passt das? Ja, ja. Also es ist sich jetzt gestern nicht ausgegangen, das noch zu typisieren, aber es folgt. Das ist eine Formsache, also da machst du keine Sorgen, das passt. Nein, überhaupt nicht. Also Auspuff ist seriennah, ist das? Nein, das ist generell die Anlage, Auspuffanlage. Normalerweise hat es links und rechts ja. Auspuff. Das ist also 2-in-1 und ja. Wird sicher laut sein, aber bei dem Baujahr ist das nicht so tragisch. Okay. Das ist halt dann der Vorteil bei den alten Motorrädern, dass man da ein bisschen einen größeren Spielraum hat mit Abgas- und Lärmgeschichten. Okay. Ja. Und du, wenn man da jetzt, weiß ich nicht, über das Geld sprechen darf, wenn man sagt, am Ende des Tages, was kostet dann so ein Schatz, bis das dann dasteht? So, wie schlimm oder wie muss man sich das vorstellen, jetzt so ein Motorrad in dieser Hubraumkategorie, in der Designausstattung? Was muss man da gespart haben? Naja, es gibt, also bei uns gibt es quasi so drei Preisklassen. Einmal von 5.000, dann 10.000 und 15.000. Ja. Es ist einfach, kommt immer darauf an, was für ein Motorrad es ist, was der Kunde will. Zum Beispiel da sind die Kotflügel auch komplett handgemacht, aus einem geraden Aluminium raus. Also das ist 15.000? Es ist schon auf alle Fälle über 10.000. Okay, gut. Aber und um 5.000 kriegt man auch was, oder wie? Also man kann um 5.000 ein Custom Bike haben, das cool ausschaut und auch noch fährt. Schon, ja. Also wenn der Kunde zum Beispiel schon eine gute Substanz hat und schon gut weiß, was er haben will und wenn das jetzt eben nicht komplett ausartet, dann kann man um den Dreh herum schon auch was Cooles bauen. Okay. Und dann, was schon auch interessant ist, weil du gesagt hast, ja, man kauft halt oft allein. Wenn jetzt Laien auf die Suche gehen, Motorräder zu kaufen, gibt es da so einen einfachen Trick, um zu sagen, da kann man ganz gut abschätzen, ob das innen drin im Motor gut beieinander ist oder nicht? Wie schaust du da, wie erkennst du das, ob das halt naja, okay ist? Naja, das Einfachste ist einmal, den Kickstarter runterzudrücken, weil wenn sich da überhaupt nichts tut und der Motor steckt, weiß man gleich einmal, okay. Das dürfte schon ein bisschen was abbekommen haben. Okay. Aber ansonsten, ja, Zündkerzen rausdrehen, wie es da drinnen ausschaut, Öl schauen, ob überhaupt eins drin ist, weil es oft bei so Leichen ist halt so, dass irgendjemand beginnt, das zu zerlegen oder zu reparieren. Okay. Der denkt sich dann, okay, na, ist doch ein bisschen mehr. Und dann bleibt es ohne Öl ewig. Ohne Öl oder auch oft ohne Zylinderkopf oder was auch immer. Dann korrigiert das innen. Eh klar. Und dann ist Arsch. Und dann ist halt mehr Arbeit. Ja. Okay. Und okay, das ist ein guter Hinweis. Ja. Wenn sich ein Motor schon mal dreht, ist nicht so schlecht. Am besten ist natürlich immer, wenn man starten kann, wäre es halt am besten, wenn man trotzdem ein frisches Öl reinfüllt und einfach hören, ob irgendein klapperndes Geräusch ist oder sowas. Okay. Und ich denke, man kann schon sagen, man darf sich nicht abschrecken lassen von Motorrädern, die schon viel Kilometer drauf haben, aber immer gefahren worden sind. Ich glaube, wenn ein Fahrzeug noch fährt, aber viel Kilometer drauf hat, das ist immer besser als eins, das weniger Kilometer aber nur gestanden ist, oder? Auf alle Fälle. Also mir prinzipiell ist es komplett egal, wie viel Kilometer ein Motorrad hat, weil im Endeffekt schaue ich trotzdem in jeden Motor rein. Mhm. Und ja, es kann ein Motorrad geben mit 80.000 Kilometer, was top gepflegt, oder ein Motorrad mit 10.000 Kilometer und einfach überhaupt nicht gepflegt. Okay. Kann sein, dass der Motor mit 10.000 Kilometer schlechter beieinander ist als der mit 80.000. Okay. Und das ist jetzt so ein Pauschalurteil, das du vor allem zu den Japanern wahrscheinlich sagst, die halten dann eh sprichwörtlich ewig, wenn man dann ein bisschen wieder was investiert und eine Steuerkette oder was auch immer macht. Wenn man also sich, grundsätzlich die Basis hält ewig. Ja, wenn man sich darum kümmert und ist es solide. Okay, gut. Ja, vielleicht noch zum Abschluss noch einmal Werbung in eigener Sache. Also die Firma, wo findet man dich nochmal und wie heißt Internet, die Internet, auf Instagram, Facebook auch. Ja, wie war der Firmenname nochmal? We Create Motors. We Create Motors.
Schön, dass du da warst und du hast jetzt hier auch deinen Messestand, deine Ausstellung. Ja. Und wenn euch das gefällt, schaut euch an, was der WeCreate Motors noch so alles macht. Und vielleicht bis das nächste Mal in Österreich und nicht in Bali beim nächsten Großauftrag. Auf alle Fälle. Na super, schön, dass du da warst. Super. Danke. Danke. Ciao. Ja, da hat gerade jemand geschrieben, dass ich zu leise bin, im Gegensatz zum Hintergrund. Ja, boah, jetzt rede ich schon seit einer Stunde und 20 nonstop. Oder wie ich es zum Trinken brauche, oder was? Alter, ein Bierli könnte ich demnächst brauchen, aber ich nehme das Red Bull auch. Warte, aber ich habe Wasser auch. Na, Wasser nehme ich auch. Ich nehme alles. Da werden jetzt die Deko-Objekte weggenommen. Ja, ich habe eh noch ein Red Bull, passt eh, aber ich kann nachher Wasser nehmen, ja. Danke. Aber ist gefährlich, wenn ich jetzt zu viel trinke, muss ich dann aufs Klo, das ist natürlich auch nicht gut, ja. Aber da kommt schon der Nächste her. Na, da wird natürlich jetzt den Husqvarna Wien Flagship Store der Neid fressen, oder? Hallo, sprichst du Deutsch? Grüß dich, ja, servus. So, echtes Deutsch sogar, aus Deutsch ist ja. Deutsch, oder? Deutsches Deutsch, ja. Also, das ist echte Deutsch. Nimmst du das Mikro bitte? Ja, nehme ich dir. Vielleicht stellst du dich kurz vor für die Leute hinter der Kamera, für die Virtuellen. Hallo, ich bin Enrico, ich komme aus Dachau, in der Nähe von München und bin Teil der Lusco. Wir sind so eine Schraubergemeinschaft und haben letztes Jahr eine quasi Selbsthilfewerkstatt für motorradaffine Leute gegründet. Selbsthilfewerkstatt, und hat es genau. Geholfen, oder? Ja, es entwickelt sich immer noch da, aber es wächst sowas da. Okay. Aber man hat halt viele Verrückte, die dann halt anfangen, sich zu verwirklichen, und ja, das macht schon Spaß da. Ja. Dass man den Leuten sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Weil die meisten haben einfach nur Angst, am Motorrad selber was zu schrauben oder was kaputt zu machen. Und ja, deswegen war die Nachfrage schon da, dass man einfach mal einen Treffpunkt hat, wo man einfach mal über sein Motorrad reden kann und wo man mal fragen kann, ist das eigentlich in Deutschland erlaubt oder kriege ich sowas durch den TÜV? Ja, das wird ganz oft gefragt. Dann, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und jetzt haben wir da ein Exemplar. Wenn du kurz sagst, was ist das? Ist das ein Bike von dir oder von einem Freund? Also, oder? Nee, das ist mein Bike da. Okay. Das ist eine BSA A10 von 56. Ach so, ich habe den Husqvarna dann gesehen. Genau, ja. Husqvarna, jetzt hast du mir voll einen lassen. Nee, genau. Das ist eine, jetzt stehe ich wieder da wie einer, der sich nicht auskennt. Ich glaube, deswegen bist du hier, oder? Nein, ja, danke. Das ist ein Niveaugefälle, also so. Ja. Man lernt immer dazu, glaube ich. Ja, genau, ja. Nee, es ist ein Engländer aus der Nachkriegszeit. Schaut eigentlich original ganz anders aus. Man hat halt ein bisschen seinen eigenen Geschmack und seinen Vorstellungen angepasst. Der Husqvarna-Tank ist von der 70er, 80er Jahre Enduro. Okay. Hat halt super gut draufgepasst. Von der Proportion her, und Reichweite ist natürlich lächerlich. Okay. Nach 50 Kilometer wird man nervös, aber ja. Also womit die Frage beantwortet worden ist, du fährst doch damit. Also die Motor, natürlich. Also Motorräder sollten eigentlich gebaut werden oder umgebaut werden, um damit zu fahren. Und mit der fahre ich eigentlich am meisten. Ne? Okay. Das ist so, wir haben mehrere Motorräder, aber die macht am meisten Spaß. Problem natürlich bei so einem alten Motorrad ist, je älter sie sind, desto mehr schraubt man auch nach dem Fahren. Okay. Aber das gehört dazu, sonst wird man sich ein Stockbike holen. Du, und da fragt jemand, was hat es denn mit den Löchern im Seitendeckel auf sich? Original ist der ja zu. Ich habe ist auf einen Riemenantrieb umgebaut, die Kupplung. Und die Löcher sind dann einfach, man sieht halt, wenn das Ding an ist, dreht da halt alles. Deswegen kann man da halt durch das Gitter da, sieht man die Kupplung sich bewegen, und die Löcher kommt so ein bisschen aus dem alten Rennsport. Die haben alle so mögliche Angebote, um Gewicht zu sparen. Ist jetzt hier irrelevant, ist einfach nur eine optische Sache. Eine optische Sache. Und jetzt hast du gesagt, du musst daran rumschrauben. Was ist bei so einem alten Motorrad, was geht da kaputt, wenn man damit wirklich fährt? Alles. Die Leute, die da sitzen, sagen immer, man muss die alten Motorräder fahren, damit sie nicht kaputt werden. Du sagst, da wird alles kaputt, wenn man fährt. Es ist halt immer, man weiß es ja. Man weiß, okay, an dem Motorrad, du musst ständig, dadurch, dass die BSA ein getrenntes Getriebe vom Motor hat, muss man ständig aufpassen, dass das Getriebe die richtige Position hat und gespannt ist zur Kette, weil man sich sonst Getriebe zerstört. Weil dann so Druck auf diese Lager genau, ist. Genau, okay. Man muss bei den Engländer, bei den Engländer gibt es so einen schönen Spruch, soll ich das Öl in den Tank kippen oder gleich unten drunter? Weil du kriegst keinen Engländer dicht. Die sind immer, die tropfen überall, und es ist eher beunruhigend, ist so wenn unten drunter kein Öl. Ach so, okay. Ja, gut. Dieses englische Zollgewinde ist einfach. Okay. Ja, und deswegen ist man immer so ein bisschen am Schrauben, am Schauen. Wenn was kaputt geht, ist es meistens. Es ist mittlerweile alles überholt, aber man ist trotzdem immer noch so ein bisschen am Schauen, und wo kann ich noch was verbessern, weil man es durchs
Umbauen immer ein bisschen schlechter macht, finde ich. Also, okay. Nee, im bösen Sinne, man macht sie optisch schön, aber es ist halt nie Langzeit erprobt. Okay. Deswegen kann schon hier und da mal sein, dass eine Halterung sich abvibriert. Mhm. Oder man muss irgendwas nochmal neu machen, neues Gewinde irgendwo rein, weil es einfach... Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt für Leute, die dann auch in diese Customizing-Schiene einsteigen. Also was man natürlich da ranbaut und rumbaut, ist natürlich auch dann auch eine große Fehlerquelle. Ja. Natürlich, um Gottes Willen. Da braucht man, ich glaube, da braucht sich aber niemand hier was vormachen, dass Custom-Bike in erster Linie schon eine optische Verschönerung ist. Ja. Es gibt welche, die machen das natürlich rennsportmäßig. Das ist noch wieder ein anderes Level, finde ich. Ich denke aber, die Normalsterblichen wie ich jetzt, da geht es in erster Linie viel um Optik. Technischer Aspekt muss stimmen. Aber ich baue ein Motorrad nicht, um damit irgendwelche Rennen zu gewinnen, sondern so, dass es meinen Ansprüchen und meinem Idealismus entspricht. Und da kann natürlich immer wieder nachgeholfen werden und okay. Vielleicht mal was verbessert werden. Oder das kommt immer erst mit dem Fahren. Ne? Man, ist okay. Ja nie, man hat so ein Motorrad nach einem halben Jahr fertig und dann erprobt man es ja erstmal von ganz neu. Okay. Und dann, genau. Und wenn du das jetzt versuchst zu beschreiben, jetzt dieses Motorrad, du fährst damit, was ist denn so eine große Herausforderung? Das Bremsen oder das Fahrwerk in den Kurven? Oder bremst das, oder? Ja. Die Bremsen, ich würde das eher als eine Geschwindigkeitsverzögerung beschreiben. Na, also, aber das weiß man ja, wenn man auf das Motorrad tritt. Das Baujahr 56, das kann ich nicht mit einem Motorrad von letztem Jahr vergleichen. Okay. Man fährt ganz anders. Mhm. Die ist eingetragen, sollte die mal 165 km/h fahren. Wirklich? Vergiss es. Vielleicht bergab mit Heimweh, jetzt, oder? Bei 120 denkt man nochmal drüber nach, ob man das überhaupt will und fährt dann ein bisschen runter. Man fängt da nur an, es ist Arbeit dann. Je schneller man fährt, dann vibriert alles, es wackelt alles. Es ist halt so wie wahrscheinlich mit einer Supersportler bei 200. Mhm. So in die Richtung. Und wieso fährst du es dann trotzdem, obwohl es technisch nicht so gut ist? Hast du dich verliebt? Oder? Ja, ich glaube, das ist manchmal wie eine Sucht. Man fängt an mit einem Umbau und dann ist man mit dem fertig, fährt das zwei Jahre und hat sich in der Zeit aber eigentlich schon wieder satt gesehen und nimmt sich den nächsten dann wieder dazu. Und also ich glaube, dass viele haben einfach die Garage voll, haben so viele Ideen und bauen und ist das Motorrad fertig, hat man eigentlich in der Zeit schon wieder so viele Ideen entwickelt, dass es fürs nächste Motorrad reicht. Ja, okay. Und, das hört nie bei, auf. Genau, und bei den alten Motorrädern ist man halt in Deutschland auch noch ein bisschen freier, was gewisse Regeln angeht. Okay. Sei es Auspuff, Lautstärke, Blinker. Also ein Motorrad nach 1989 ist in Deutschland, oder ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ähnlich, fast ja. Unmöglich, noch wirklich gut umzubauen mit einer eigenen konstruierten Auspuffanlage, weil das wird unmöglich für einen normalen Hobbybastler, das dann irgendwie auf die Straße zu kriegen, legal. Ja. Jetzt haben manche Leute erkennen es von selbst, dass das eine BSA mit Husqvarna-Tank ist. Manche meinen, das ist ein Unfall. Meint jemand Wayne's World? Du erinnerst dich an Wayne's World. So. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber... Ist ja gut, dass man den Film noch kennt, oder? Der war schon einige Jahre vorbei. Aber jedenfalls schön, dass du da bist. Wie finden dich oder deine Projekte die Leute im Internet? Oder wie könnte man Uns findet man auf der lusco.de. Ja, super. Das ist unsere Werkstatt. Das sind einige Projekte. Über Instagram sieht man noch mehr von unseren Motorrädern. Okay, super. Wenn wir uns halt mit Leuten treffen. Wir kennen mittlerweile ein paar Leute und dann trifft man sich immer, macht Ausfahrten. Es ist zum Schluss nicht bloß eine Schraubergemeinschaft, sondern wie eine Crew. Selbsthilfegruppe. Eine Selbsthilfegruppe. Genau, super. Die Motorraddeppen da, ja. Genau. Sehr gut. Na, danke, dass du da warst. Dann holen wir den nächsten vor die Kamera. Super, danke. Alles klar, danke dir. Ciao. Ja, jetzt kommen die Nächsten her. Da versuche ich gleich wieder ein paar Fragen zu beantworten. Also dieses Festival hier ist das Motorcycle Festival Wien 2018 in der Otterkringer Brauerei am Otterkringer Platz. Ihr könnt heute, glaube ich, bis 20 Uhr herkommen. Morgen findet das Festival auch wieder statt. Morgen machen wir aber keinen Livestream, sondern morgen macht der Zonko den Messerundgang und dieses Video soll dann ein bisschen mehr den Spirit einfangen, weil wir sind ja hier quasi in einer Ecke der Halle und zeigen nicht wirklich, oder dieses ganzen Geländes und zeigen ja den Rest nicht, sondern morgen macht dann der Zonko einen Messerundgang und dann haben wir nächste Woche nachher, wie soll ich sagen, das ganze Festival in ganzer Pracht. Hello, you're my next guest. Hi. Take a seat. We already talked today, but maybe you can introduce yourself to the guys behind the camera, please. All right. Yeah.
My name is Lisa Ottefanger. My brand is Dutch on Wheels. I am from Amsterdam. Okay. And I am a custom painter. Okay. And is Amsterdam, is there a strong design culture? Is there a lot of design work in the city? Yeah, in general, of course. Yeah, okay. It's like a really artistic culture. Yeah. And, well, the custom paint, there mm-hmm. are just a few, not so many custom okay. painters. And your daily business is painting motorcycle helmets, or are you painting on different objects? Yeah. I try to keep that. Oh, yeah, okay. Yeah, sorry. Yeah. I am a graphic designer. Okay. That's my business, my profession. Okay. But I started with painting 5 years ago. Okay. And it was also the start for Dutch on Wheels. Okay. I immediately started to painting on bikes and boards and helmets and everything okay. related to motorcycle. Okay. Yeah. And it's a combination of doing my work as a graphic designer, but it's 50-50. Like 50% now is like custom painting on okay. bikes and... And how is the design done? You get a plain helmet, and yeah. are you starting on a sheet of paper, or are you starting on Photoshop? I have no idea about design. Sorry. Well, I don't know if people can see this helmet. This is one example of what I do. But for example, this design, I have no sketch on forehand. Ah, okay. I'll just have the blank. The helmet, yeah, and I don't have no clue on forehand, so okay. I'll have my brush, I have my paint, and I start just painting, and then this is the result. So I never okay. know what will be the end of the result, just okay. for this sample. But the customer also do not know what he gets. True. At the end of the yeah. day. So okay. I have different ways to work. Okay. There's also the helmet okay. next to you, okay. in front of you. That's also my design. Okay. And I also do, this one. Yeah, okay. that one, yeah. Okay. It's a whole different kind of design. But okay. This is like more like graphic okay. Yeah, okay. combination. And the customer... comes with a clue to you, with an idea, with a direction, what he that's or she also, likes, yeah. and you... That's also possible. Okay. Yeah. Okay. Yeah, there are also quite some people who would like to have their brand name on a logo on yeah. their helmet or bike, okay. so that's also okay. A way. Okay, that's yeah. great. Yeah. Yeah. How can people in Austria, in Germany, yeah, let's say, get in touch with you? I have my website, of yeah. course, dutchonwheels.com. Yeah. People can find my work on that. Yeah. There's also a web shop, but if people would like to contact me, we can discuss the design and what I like to have. Yeah. They can send over their helmet. Or and that happens sometimes. Then people send you helmet. You yeah, make quite a lot. Okay, yeah. great. Yeah, yeah. So it works. Okay, so good. So people can and I travel a lot, and I try to combine my custom paints with the traveling. Okay. I also do some live paintings live paintings on the events. Ah, okay. Abroad, so okay. people can also come here. Yeah. And have something on okay. their helmet. Yeah. Great. Thank you. Thank you for your visit and have a thank great you time. Too. You're here, my neighbor, in the next yeah. yeah. yeah, booth. Thank you very much. Thank you so thank much. Thank you. Bye. So, mein Kollege hat mir gerade geschrieben, ich habe hier einen Google-Hangout offen, wir müssen Batterien tauschen. Also da und da müssen wir Batterien tauschen. Meine lieben Leute, tut mir leid, ganz kurz müssen wir beim Ton die Batterien tauschen. Hast du Batterien noch mit, oder? Okay. Was? Ja, aber, ach so, da sind ja welche. Und das hast du jetzt einfach ohne Abdrehen einfach gemacht, das kannst du nicht machen, Julia. Sorry, ja. Julia, Entschuldigung, wo muss er sich hinstellen? Ah, das ist ja, der hat eh alles markiert. Ich weiß nicht, die Burschen sind überhaupt nicht selbstständig. Das ist aber, die Julia arbeitet bei uns ja, tausend ja. besten Mal hinter der Kamera. Sie hat das natürlich voll drauf, sie ist, oh, die Männer haben nichts im Griff und sie muss das immer alles, sie muss immer den Laden schaukeln. So, und jetzt müssen wir da auch noch, da brauchen wir auch noch was. Der Kugel hat gemeint, da müssen wir auch tauschen, aber wir kriegen schon frische Batterien.
Das saugt Batterien ohne Ende. Wir streamen jetzt gerade mal lächerliche 1 Stunde 35. I think it's okay. Here is a marking. Yeah, you see? Yeah, here is a marking and here is a marking. Like that? Yeah, I think it's fine. Yeah. I hope so. Ja, jetzt hoffe ich, dass das Mikrofon wieder einen Saft hat. Na, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Aber das passt doch eh noch. Hi, where do you come from? I'm from Hungary. From Hungary, hi. Great. Nice to meet you. Please help yourself. Maybe you tell our visitors we are doing a YouTube live stream. Okay, cool. The guys are watching from Germany, Austria, Switzerland, some from Australia. I hope, is it okay that I'm trying to speak in English? So it's not a big deal. I also try to speak English, but yours is better than mine. Yeah, but maybe, I don't know. I can one Hungarian word, Gösenem. I know how to say Danke. Thank you. That's the most important word in every language. I try to talk to know that word in every language. And Gösenem, to bring that bike here to us, what was it? First of all, I'm sorry, I need to introduce myself. I'm not the builder of this bike. Okay, I'm a guy who, actually, I'm better to say that I'm a bike collector. Yeah, and after all, I decided that it would be nice not to do it alone. So because I'm collecting bike and it's pretty antisocial if you are alone in your own garage with only the bikes. Yeah. So I decided that I doing a little bit, I open my garage and I try to manage that to find other people, they share the same interest. Okay. And that's how we find each other, because this bike is not from Hungary, but from Romania. This is from Bucharest. Okay. The garage, we call it Bandisca. Yeah. And these guys who are dancing there, are these your friends? No, they are unfortunately my friends. Okay. I don't know what happened. Are they drunken already? No, hopefully they not. They are always like that. Like, they are just very happy to be here and share the I thought they were hard, they were drunken. Really? Yeah. I don't know. Oh. You know, like maybe, please do not give. It's not my deal, because it's one of them drinking Otterkringer, is also from Austria, and the other one drinking that energy drink, what is also very famous in your country. But the Austrian guy is drinking beer, of course, the same. Okay, but let's talk about this bike. Yeah, is a friend or a Romanian friend? We became very good friends, and because the thing of what I started. Sorry, really only two more sentences about that. Of course, we call it iron and wind. Iron, of course, mostly the bikes or the bike, and wind when you're driving the motorbikes, you know, like the wind comes to your face. So that's the meaning of the thing. Yeah. And that's what we share, basically. This is the basic thing, you know, like we like to ride them. And that's how, you know, like this community started with two or one, and then became two and three, and it goes on and goes on. That's how we are here. Actually, I met with Wolfgang. He's the main character, one of the main characters, of this event as well, as I know. So this bike comes from Bucharest, and the guy is very good. He was an ex or still a bike racer, and now he builds bikes and he has his own workshop, call it Bandisca. Okay. And he built this bike for the Glamsec show. I don't know if you know it, but I guess so. Glamsec is in Germany, close to Stuttgart. And how was it? And the race? The race, unfortunately, they canceled the race because of the bad weather. So I don't know. I know very well Germany and I really like the country, but the weather is mostly when we go there to ride motorbikes, at least once a week it's raining. So I don't know, they should do something. But ugly weather is no problem for a good bike. Of course, but you know, like because the Germans, the Germans, they are so persistent. So after that heavy rain, they canceled the race. So we couldn't figure out if we would won. Win or not, but basically it's a very strong one. It's a very strong bike. I know everybody knows this. You call it Güllenpumpe. It's an international word. I don't know. I heard a legend that somebody once built the same, or that was the first one. Maybe somebody can say that how it really happened in Germany, but. They pump the thing from one basin to another, you know, like with a similar engine, and maybe the name comes from there. Yeah. So it's very reliable. I really like it. I think it's like, I know people, they hate this engine because they say it's super ugly and it's more like a pig with two nose. But I like the V2.
because it's not a typical one. It's not like what we really know. It's something special from Honda. Now the feedback here I read is really enthusiastic. The people like the Güllepumpe and they like, in special, also this bike. Yeah? So quite positive feedback here. Ah, really? Nice to hear that, because sometimes I believe that people, they think that we at the Central Eastern European part will still living in yurtas or tents and don't do nothing. Just, I don't know, like playing on guitar. You know what people that think, that people who in Austria live in that time, in that kind of buildings, yeah, and they never come out into the world. They think you're living, in tents. Actually, but of course, in terms of riding horses and talking with them and drinking the horse milk, you know, the kumis. Actually, I never tried it, but somebody told me that it's really disgusting. Sorry for somebody who really likes that. Okay, let's go back to the motorbike. So basically what we kept is only the engine, you know, like the tank is from a Benelli. It's a Benelli. Of course we repainted that, and as you see there is written on the rear wheel it's broken wing. What we wanted to do, actually the guy who built that, it's a homage of old plane. If you can maybe do some pictures, maybe it's not possible, but about the front part here, it's a little bit looks like an old plane, if you ever been in an old plane. Okay. So this is the broken wing, and what we changed, so we kept the engine, of course everything rebuilt inside and renewed, so it's basically, it looks old, but it's super new, and we changed the carburetors and we let it build from a very famous guy from the US, and also the intake is open. So actually we changed the whole system a little bit and everything goes faster through. The sound is also a bit different than an average one, as you see. Okay. And now we can say it's a bit more horsepower than normally, so it's about a bit more than 50. We never really exactly like measured, but as we like now we feel, because we tried on different racetracks from Glamsec to Italy, it works very well, so now we are very satisfied with that. Okay. So the rear part of the motorcycle is from the GL 1000, so we changed that as well. That's why you see it's a little bit became an old Goldwing. Yeah, of course. Yeah, actually we say that because this engine has also many different names. So X500, GL 500, Silverwing, and so on and so forth. So we put it together, the two GL, and now it works very well. You know, like the tire became a little bit brighter, so it looks more modern. I like it better. I like the thin one as well, but not on this bike. And the front one, I don't really remember from which bike what we had it in the workshop, but it's some kind of race bike, maybe from a Suzuki or something like that. Okay. I really don't know, because we just built it for fun, you know? Okay. And it became so good that we started to race with it. Okay. And I'm really proud that the guy from Bandisca, Alfonso Jose, because he is from Spain, moved to Bucharest, very complicated. Now he's Romanian, because he has a Romanian wife, blah, 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 he lives there. But he, as I told you, he was an ex-racer, and he put it into this bike, all the experts, what he has. So basically it's a very enthusiastic bike. So everything what he knew about or know about motorcycle racing, he put it into one of the most reliable street engine, I think. And you are the public relation manager? No. Actually, we wanted that he comes here as well. But you're quite shy in front of the camera. Thank you. One guy wrote us, you had one Red Bull too much because you talk so so enthusiastic. It's perfect. I'm sorry. No, it's not sorry. Since I'm 6 years old, once my father brought me to a motorcycle race and inside the motocross race. So you're enthusiastic about this. And I, I, it,
I try to change. I try to collect stamps, you know, like, I don't know, whatever. Try to play football, but I always care back to motorcycles. You okay, know? So great. I really love them, and I really have something in my head that I'm not only want to collect bikes, but bring people together. Okay. You know, I want to a little bit reconnect, if it's possible to say, people from Central Europe and also from far away Western European countries to bring them here and do things okay. together, riding together and having fun together and share the common interest. But therefore this festival is perfect. Right? Yeah, it's a great meeting point. Absolutely, that's why I'm here. And I realize that it's not only for Austrians, and it's very nice to be, it's very international. Perfect. And it's cool, I think. It's an amazing thing. And then thank you very much that I can thank be you. Here and talk that the much. The next guy's already, no, that's perfect. Thank you very much. Okay. Thank you for your visit. Thank Have a great you. Time here. Okay. Der nächste kommt jetzt schon. Das ist ein Wahnsinn. Die Partie ist ein Wahnsinn. Ihr seht natürlich, thank you, great. Die Leute, die da kommen, sind natürlich voll mit Herz und Seele, mit Leib und Seele dabei. Es ist wirklich schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung da die Burschen und Mädels dabei sind. Für die, die später eingestiegen sind, so müssen wir da jetzt auch die Batterien wechseln. Da sind noch zwei Striche. Was scheißt das sich immer an mit den Batterien? Das ist ja eher das Leibwand. Sind mit Herz und Seele dabei. Wir sind hier beim Motorcycle Festival in Wien. Das ist sowas ähnliches wie eine Messe in Kombination mit einem Festel, wo leibende Leute da sind, coole Leute, nette Leute, enthusiastische Leute, die hier Projektmotorräder vorstellen, Kunst vorstellen. Ja, und da sind offensichtlich schon leibende Freundschaften entstanden. Man lernt hier nette Leute kennen. Das Event ist heute quasi am Samstag, den 8. September. Morgen steigt es genauso wieder, am Sonntag, den 9. September. Wir haben da 5 Euro Eintritt für alle zwei Tage. Das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, 70, 80 solche Projektmotorräder stehen hier. Dann gibt es noch Aussteller, die Gewand haben, Aussteller, die Kunst, Mode, selbstkreierte präsentieren. Und dann gibt es natürlich so Sachen, oder wie soll ich sagen, der Schwerpunkt ist natürlich, liegt natürlich bei Leuten, die Custom Bikes aufgebaut haben, das heißt kleinere Händler, kleinere Customizer, die Projektmotorräder aufgebaut haben. Und ihr seht jetzt, ich habe da einen Gast nach dem anderen hier vor der Kamera. Und die Julia, die Kamera, Lady hinter der Kamera, hat bei jedem Motorrad die gleiche Herausforderung, dass den Burschen beibringt, wie es die Gurken herstellen. Und zu mir kommt jetzt einer, der, ja, kann kommen rein ins Bild, der Andi. Servus, wir kennen uns schon seit 18, 17 Jahren oder irgend sowas. Grüß dich. Nicht was, servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Habe ich dir. Du bist jetzt der erste Gesprächspartner, den ich seit langem kenne. Deswegen, aber trotzdem, musst du dir bitte vorstellen, weil die Leute hinter der Kamera kennen dich ja nicht. Bitte ganz kurz. Ja. Natürlich. Ich bin der Schafferich Andi. WS Motorradtechnik ist unsere Firma mit meinem Bruder gemeinsam. WS Customs ist unser Bereich, der heute halt diese Motorräder ein bisschen umbauen, wo wir diese Motorräder ein bisschen umbauen und ein bisschen customizen. Mhm. Und ja, wir sind recht happy, dass wir heute da sein dürfen und ein bisschen etwas zeigen können und ja, sehr ein paar Leute das ausschauen. Und das ist jetzt so, dieses Festival da in Wien, wenn wir da kurz drüber sprechen, Motorcycle Vienna 2018, jetzt bist du, sagen wir mal, ein kleinerer Customizer aus Österreich. Was hast du für das Gefühl, die Leute, die daherkommen, diese anderen Customizer, kann man da jetzt stolz drauf sein, dabei zu sein? Sind da klingende Namen mit dabei? Ist das Nein, absolut. Das ist eine wirklich, wirklich Weltklasse-Veranstaltung. Wirklich? Ich habe heute mit dem Tommy, mit dem Fichtdoktor gesprochen. Ja. Und der war natürlich wie jedes Jahr, und das wissen auch die 1000 PS-User, ein treuer Biarritz, Wheels and Waves-Besucher. Okay. Und er hat gemeint, also dieses Festival da ist von der Qualität, von den Motorrädern, vom Publikum, mehr als vergleichbar. Im Gegenteil, er meint, dass die Qualität der Fahrzeuge, die heute da zu sehen sind, weit höher ist als das, was am Wheels and Waves war. Und das ist natürlich für Österreich schon das ganz, ganz eine leibende Sache. Ja. Und ich habe es vorher schon gesagt, die Leute zahlen 5 Euro Eintritt dafür, dass das da alles geboten top, bekommen. Top, perfekt. Also ich habe die Preisgestaltung nicht übergehabt, aber sprechen wir über dein Motorrad, also über euer Motorrad. Im Prinzip hat es gegeben, glaube ich, einen Customizing-Wettbewerb von Moto Guzzi für die Messe in Linz. Nein, Linz. Tulln. Ja, es war heuer in Linz. Okay. Und Moto Guzzi Österreich hat heuer so wie einen Customizing-Contest ausgeschrieben. Ja. Hat es Vorgabe gegeben, eine Moto Guzzi V9 Bobber umzubauen, und wir
als Moto Guzzi Händler haben natürlich, weil wir natürlich da jetzt von beiden Seiten vorbelastet sind, natürlich mitmachen müssen, na klar. Ne? Und ja, wir haben das in Linz schon präsentieren dürfen und haben uns halt gedacht, dass wir mit dieser Fauna im Baba halt einfach irgendwie aus diesem, ja, ist ein tolles Motorrad und eine tolle Sache, aber dass wir halt ein leibendes Projekt machen, das halt irgendwie ganz anders ist, als eben die Baba serienmäßig ist. Okay. Das ist daraus geworden. Jetzt hat jemand gefragt, also jemand hat, der Georg hat geschrieben, die Guzzi gefällt ihm sehr gut, sehr schön. Schön, aber ja. Und der Felix fragt pragmatisch, wie das mit dem Vorderreifen sich fährt. Das fragen wahrscheinlich also viele, oder? Ich glaube, die Frage habe ich tausendmal schon gehört. Okay, ja. Dieses Motorrad ist serienmäßig mit vorne 130er, hinten 150er Reifen ausgestattet. Und das, was da jetzt drauf ist, ist 6x16 vorne und hinten gleich. Das ist nicht viel anders als die Originalbereifung. Und das fährt natürlich für dieses Fahrzeug entsprechend okay. Das heißt, du merkst gar nicht, dass da jetzt ein anderer Raffer statt dem 130er vorn drauf ist und das fährt ganz normal. Schaut natürlich extrem wild aus und extrem fett aus, dieser Reifen, aber in Wirklichkeit ist es wurscht. Ja? Das Fahrzeug hat 55 PS, das ist vom Konzept her sicherlich weit entfernt von jedem Supersportler und es fährt einfach leibend und es fährt einfach geschmeidig für den Bereich, den so ein Cafe Racer fahren soll. Nicht so wie wir es gewohnt sind auf der Rennstrecke zum Fahren und so wie wir es können, natürlich nicht. Ne? Okay, und wenn es jetzt, du machst ja viele Customizing-Projekte bei dir, du baust ja oft aus älteren, günstigen Motoren was auf und ich glaube aber, das, was bei dieser V9 bei der Scoots interessant ist, dass die Basis jetzt auch erschwinglich ist, aber man kann nicht auf einen neuen Motorrad aufbauen, wo nicht eine komplette Leich unter dir ist. Also das ist jetzt echt, das hat man jetzt 10, 20 Jahre auf Reiter dran, oder? Genau, das war eben auch die Idee oder das, was uns an dem Projekt so gefallen hat, dass wir ganz einfach ein Fahrzeug haben, das einmal technisch top ist. Ich habe ABS, ich habe Traktionskontrolle, ich habe Einspritzung, ich habe eigentlich alle Attribute, die ich mir heute von einem Motorrad erwarte. Natürlich in einer klassischen Basis, jetzt leistungsmäßig natürlich nicht bis am Plafond angefühlt und überzüchtet, sondern einfach smooth und wirklich mit Drehmoment und so. Und habe aber, wie gesagt, ein Fahrzeug, das technisch top ist auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite eine gute Basis, wo ich halt einfach meinen Geschmack ausleben kann. Und sei es jetzt so wie da, dass man das halt irgendwie ein bisschen in die sportliche Optik bringt. Uns war halt irgendwie wichtig, dass ich sage, ein Baba, das muss irgendwie sportlich werden und natürlich diese Rennstrecke oder dieses Ringfahren, das ist halt, das lebt halt immer irgendwo noch in dir. Ne? Erzähl mal ganz kurz, welches von den Dingen hier ist so wirklich custom-made von euch, also wo ist wirklich was Neues und was sind einfach Anbauteile von verschiedenen Anbietern? Wie kann man sich das grob vorstellen? Naja, schau, da ist in dem Fall so wie die Auspuffanlage, die Krümmer, die sind original, so wie es da drauf sind, schwarz, das haben wir eigentlich so lassen, weil das natürlich auch dann irgendwo jetzt auch preislich oder budgetmäßig in einem Rahmen bleiben muss, dass ich das weiterbringen kann. Denn quasi die Krümmer sind original, dann eben diese Mittelrohre und die Endtöpfe, das ist halt von uns dann gemacht. Da gibt es jetzt so Nachbautöpfe, so universale und da kann man sich halt ein bisschen helfen. Die Maske vorne ist jetzt so ein bisschen an Moto Guzzi Le Mans angelehnt. Das war eben so diese sportliche Reminiszenz an Moto Guzzi und auch die Farbgebung. Das ist ja das, was wir so irgendwie da machen wollten. Sitzbankel ist von uns selber gemacht. So muss das halten. Ja, Sitzbank ist von uns selber gemacht, natürlich dementsprechend angepasst, auch wiederum mit aus dem Leder rausgeschnitzt, mit dem Moto Guzzi Logo, mit diesem Adler drinnen. Okay. Es ist so Pinstriping drauf und handgemalte Schriftzüge und so weiter sind drauf. Das ist ja das, was halt dann von uns jetzt customized und handgemacht ist. Ein bisschen Fahrwerk verändert, damit es halt von der Linie her gerade, weil die Baba eben vorne relativ hoch steht, dass die Gabel vorne tiefer gelegt, dass halt eben Federweg reduziert und so, dass halt einfach so dieses Rahmenrohr wichtig, dass das gerade ist und dass das halt schön. Ja, das ist ja gerade Linie. Diese gerade Linie, das ist immer genau das, was wichtig ist. Wenn das vorne so irgendwie wegflieht, dann schaut das halt einfach nicht so lässig aus. Ja, ja und das ist das jetzt im Prinzip ein Motorrad, das habt ihr auf gut Glück gebaut, dass es euch gefällt und jetzt müsst ihr dann irgendwann wahrscheinlich wen finden, dem das gefällt dir, dass er gesagt, wir cruisen ein bisschen damit herum, jetzt nicht so dramatisch für, aber so, wenn sie die Gelegenheit ergibt, fahren wir ein bisschen damit spazieren und sollte sich irgendwann mal jemand finden, der das haben will, natürlich trennen, da haben wir uns freuen. Okay, und das ist jetzt ein Motorrad, wie Sie sagen,
wenn jetzt diese Customizer rümpfen da so Custom-Bike-Fans die Nase, wenn man sein neues Motorrad customize, oder ist diese, hat die Moto Guzzi da so viel Heritage als Marke, dass das trotzdem was ist, wo jeder sagt, hey, das ist Leimann? Also ich bin da relativ pragmatisch, was zu sagen. Es hat alles, was alt ist und alles, was retro ist und alles, was so richtig ehrlich alt ist, hat absolut seine Berechtigung. Das ist halt immer genau der Punkt, da muss ich mal halt im Klaren drüber sein, dass die Technik halt genauso alt ist wie die Fahrzeuge, und wenn die in die Jahre gekommen ist, hast du halt einmal das eine oder andere kleine Problemchen. Ja? Wenn ich mich von dem befreien will und wenn ich sagen will, ich will was haben, das fährt, und uns ist halt wichtig, dass unsere Fahrzeuge halt fahren, dann habe ich halt mit so einem neuen Fahrzeug halt einfach die sichere Bank, dass einmal die Technik okay ist und die Optik entsprechend angepasst ist. Aber das, glaube ich, kann auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin da weder für das eine noch gegen das andere. Also das ist einfach, ist sich das recht entspannt und wie man es halt haben will. Ja? Sehr gut. Na gut, und Werbung in eigener Sache, das heißt Bahndorf ist eigentlich ein WS Motorradtechnik in Bahndorf, aller Welt bekannt natürlich, in der heutigen Zeit natürlich. Ja. Wie gesagt, wir machen natürlich nicht nur Custom, wir machen halt auch alle anderen Sachen rund ums Motorrad, vom Service angefangen bis alles andere. Also wie gesagt, bei uns gibt es das Rundum-Sorglos-Paket zu jeder Zeit. Danke. Na passt. Ich bin gespannt, wann ich so weit bin, dass ich mal so ein Custom-Bike zulege. Aber wenn es so weit ist, wie du hast doch vor ein paar Jahren gesagt, das ist, du bist noch nicht auf den Zug aufgesprungen. Nein, und jetzt kommt mir vor, dass der Drive schon langsam kommt und es wird Zeit für ein Custom-Bike. Wenn ich das Ganze, das ist, ich will eins haben, wo ich nichts herumschrauben muss. Weißt, ich habe ein paar Motorräder unter Garage. Du hast genau mit dem genau das Richtige. Das nimmst und fährst. Ja, hoffentlich. Nein, wenn ich das höre, was die anderen nach jedem Mal vorne herumschrauben, das ist nichts. Wir taugen natürlich schon alte Sachen, aber das Schrauben, ja. Und das ist das Leibende an dem. Das fährt halt und das schaut halt trotzdem retro aus. Ja. Na, vielleicht kommen wir dann ins Geschäft, aber ich glaube, da warten schon die Nächsten an der Reihe. Was hat er in der Hand? Ein Fuchs? Okay, nein, das ist noch ausgestopft. Ich glaube, der hat einen echten Fuchs in der Hand. Sehr gut. Ja, wer noch kommt von euch hier auf die Messe, ihr seid da auch in einem der Messestände zu finden. Vor allem, es gibt um 5 Euro Eintritt, 2 Tage richtig leibende Custom Bikes, leibende Leute. Genau. Also und wir sind auch noch da. Nein, natürlich, cool. Das auf jeden Fall. Ja. Dank, super, danke, herzlichen Dank. Warst. Super, danke. Tschüss. Ciao. Yes. Da muss ich was aufbauen. Ich kriege ja da drüben habe ich ja das Google-Hangout offen und der Typ von der Regie schreibt mir, man muss das Mikrofon oben halten, weil er sonst den Sender abdeckt. Von was man da alles denken muss bei so einem Livestream. Hallo, servus, grüß dich. Das ist noch was drin. Ich bin gespannt, wann ich das erste Mal aufs Klo muss. Irgendwie ist das so, durch das viele Reden verdunstet so viel Flüssigkeit im Rachen, dass man eh nie aufs Klo muss. Jetzt streamen wir schon 2 Stunden live. Bin gespannt, wer zuerst aufs Klo muss. Die Kameralady, ich oder der Regiekollege. Ja, für die, die später eingestiegen sind, wir sind beim Motorcycle Wien in der Otterkringer Brauerei, am Otterkringer Platz in Wien. Und ihr seht es hier. Schieben nach der Reihe leimende Leute, leimende Customizer, leimende Motorrad ins Bild. Und nehmen dann bei mir hier Platz. Und jetzt kommt der Fuchs mit her. Ich hoffe, der hat keine Tollwut, gell? Grüß dich, ja, servus, hallo, servus, hi. Servus. Du, der beißt eh nicht, oder? Nein. Du müsstest das Hand haben. Hand haben. Nimm dir das Mikro, da oben, genau, und versuchst ganz nah an den Mund zu halten. Weiter oben halten, habe ich gerade gehört. So, genau, nah an den Mund. So ist das perfekt. Sehr gut. Was hat es mit dem Fuchs auf sich? Ist das der Namensgeber? Oder? Ich bin das, leider Gottes, dieses Wochenende allein unterwegs. Ja. Also allein ohne meinen Philipp, der mein Partner ist in dem, was wir machen. Ja. Und da habe ich den Fuchs als Verstärkung und Unterstützung einfach mitgenommen, dass ich nicht ganz allein unterwegs bin. Okay, gut. Wer seid ihr, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen? Wir sind Vagabund Moto, kommen aus Graz und bauen eben Mopeds. Okay. Ja. Und deshalb sind wir da. Und ist das jetzt ein, wie soll ich sagen, so ein typisches Projekt von Vagabund, wo du sagst, das ist Vagabund? Würde ich schon so sagen. Ich glaube, die Formsprache an sich, das ist schon sehr Vagabund. Ja. Das ist schon ein größeres Projekt. In allen Projekten artet es jetzt nicht so aus, vor allem die handgedeckten Aluminiumgeschichten. Ja. Aber ich glaube schon, bei dem Ding kann man schon sehr gut sehen, was wir machen und was unsere Leidenschaft ist. Also sehr reduziertes. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt diese Tank-Sitzbank-Kombination, die Produktion, dieses, wie entsteht das? Wie darf man sich das handwerklich vorstellen? Wie macht sie das? In dem Fall ist es so, dass wir da wirklich bei diesen handgedeckten Aluminiumgeschichten die Dinger entfernen. Und zeichnen, also die handgedengelten Aluminiumgeschichten macht der Blechmann, der wird wahrscheinlich eh schon bei euch gewesen sein oder noch kommen. Ja, vielleicht, ja. Dem arbeiten wir da eng zusammen. Aktuell geht bei uns alles auch sehr, sehr stark im Bereich 3D-Druck. Wirklich? Aber natürlich wird diese Handarbeit, die wollen wir natürlich erhalten. Okay. Aber ist natürlich immer eine Frage des Budgets. Okay.
Und wenn man jetzt das sich anschaut, was ist hier zum Beispiel Handarbeit und ist da auch was 3D-Druckmäßiges drauf? In dem Fall bei dem Motorrad sind nur die Lenkarmatur-Schaltereinheit 3D gedruckt. Okay. Da gehen wir eigentlich back to the roots. Also wir schauen, dass wir elektronisch und elektrisch so gut wie alles raushauen. Okay. Was nicht notwendig ist. Sprich, wir arbeiten wenig, so gut es geht, mit elektronischen Steuereinheiten und irgendwelchen Boxen, die man dann zusätzlich reinhaut. Sprich, wir haben in dem Fall da diese Schalterarmatur selbst hergestellt, weil wir gesagt haben, wir finden halt nichts, was genauso ist, wie wir das haben wollen. Also das haben wir jetzt eingangs, glaube ich, noch gar nicht, habe ich danach gefragt, was war denn die Basis einmal von dem Projekt? Eine BMW R100R. Letzte Boxer. Und der Rahmen, den erkennt man, glaube ich, noch ein bisschen. Das ist noch einigermaßen. Es ist eigentlich, der Hauptrahmen ist gecleant, der Heckrahmen ist von uns. Das ist eben das Problem, dass wir natürlich auch, das Ding ist voll Straßen zugelassen, bis auf die Spiegel jetzt in dem Fall. Okay, okay. Und das ist natürlich in Österreich auch nicht so einfach. Sprich, Hauptrahmen angreifen macht wenig Sinn. Okay, gut. Und jetzt hat jemand gesagt, ein interessanter Einwand, er vermisst die Embleme auf dem Tank, weil der so clean ist. Ist da ein Gedanke dahinter gewesen, wieso will man auf dem Tank nicht zeigen, wer man ist und was man hat? Das sind wir. Das ist ein Understatement. Natürlich haben wir bei gewissen Projekten dann das ja ein bisschen größer draufstehen, aber wir müssen, also ehrlich gesagt, wir müssen nicht unbedingt überall fett unseren Namen draufknallen. Wir wollen und haben vor, und bis dato funktioniert es auch ganz gut, dass das Motorrad für sich spricht und man im besten Fall an dem Ding ohne am Logo drauf schon erkennt, dass es von uns ist. Okay. Und jetzt hast du gesagt, das ist, wie soll ich sagen, auch Understatement. Jetzt von der technischen Funktion her, funktioniert das so, wie das mal war vorher? Oder wie darf man sich das vom Fahrgefühl, von der Funktion her vorstellen? Das ist uns unfassbar wichtig. Der Philipp, der halt leider nicht da ist, wo durch den Fuchs ersetzt wurde, der ist Maschinenbauer. Der ist früher auf der Rennstrecke gefahren, ist Motocross gefahren, ist mit Motorrädern aufgewachsen, ist ein Maschinenbauer. Und bei uns geht, bei dem Ding wäre es natürlich auch optisch super schön gewesen, einen Stummellenker zu verbauen. Ja. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil das Ding auch fahren soll. Okay. Natürlich, man hat eine relativ harte Sitzbank. Aber bequem ist daheim auf der Couch. Umso wichtiger ist es, dass die Sitzposition passt und das Ding ist verkauft und wird auch richtig hergenommen und viel gefahren. Also das fährt richtig, richtig gut. Und das hat ein Kunde gekauft, ein Bekannter, und die sind dann so nett, dass sie das für so Exhibitions quasi zur Verfügung stellen, diese Leute. Ja, die Kunden sind auch immer happy, wenn das irgendwo in einem Video vorkommt oder auf Fotografie, in einem Magazin, und natürlich auch, wenn es in einer Messe steht, weil sie halt da. Hey, mein Motorrad, das steht da jetzt irgendwo. Ist auch wichtig für Leute, die nicht so tief drin sind im Thema. Man sieht ja das immer wieder bei so Custom-Bike-Messen, dass dann diese Motorräder dort stehen mit großen Schildern, bitte nicht berühren, bitte nicht aufsitzen. Der Hintergrund ist natürlich der, das gehört jemandem, der das zwar möchte, dass man es ansieht, aber natürlich niemand möchte, dass man an dem Motorrad herumfingert. Das ist immer ein schwieriges Thema, oder? Natürlich ist es das, aber ich sage mal so, solange sie nicht einfach die ganze Zeit irgendwelche Leute draufsetzen und da herumhutschen drauf, weil irgendwann sagt dann der Steady Stand, ich gehe immer mehr in die Neige und in die Neige und dann fällt das Ding um, das ist nicht schön. Okay. Viele Leute glauben, dass das gar nicht fährt. Viele Leute fragen, hey, wo ist da überhaupt der Tank? Weil drunter ist halt einfach, das kann man mit einem Scharniersystem aufklappen. Ja. Aber das wird richtig, richtig fahren und darf auch angegriffen werden, solange es nicht jemand umwirft. Okay, jetzt ist eine interessante Frage. Wie nimmst du die Inspiration für so ein Projekt zum Beispiel? Sagt der Kunde da ungefähr welche Richtung oder was inspiriert euch da bei so einer Geschichte? Ich bin, glaube ich, echt ganz stark im Bereich Architektur, wo ich einfach irgendwie Einflüsse mehr raushole. Ich versuche natürlich, vor allem mit BMWs ist das schwierig, weil da muss man mal was bauen, was es halt einfach optisch noch nicht gegeben hat. Macht es immer schwieriger, weil einfach 1 Million BMWs umgebaut worden sind über die letzten 2 Jahre. Aber ich hole mir da, glaube ich, wirklich aus im Bereich Interior, Möbel und Architektur wirklich meine Inspiration. Komme auch aus dem Bereich. Okay. Und jetzt, du hast das jetzt angesprochen, du sagst, 1 Million BMWs sind umgebaut worden. Das ist auch was so ein bisschen, wo man dann so ein bisschen die Nase rümpft, dass das halt irgendwelche gestopften, sagt man in Österreich, die sich da jetzt so ein Custom-Bike aufbauen.
Ist dieser Zenit überschritten, glaubst du, der BMW? Sind zu viele schon draußen, dass es gar nicht mehr individuell genug ist? Was glaubst du? Der Zenit ist nicht überschritten. Also es macht natürlich Sinn. Die BMW als Basis für einen Umbau eignet sich unfassbar gut. Allein die Rahmenstruktur, der Motor mit 20, 30, 40, 50.000 Kilometer ist eigentlich im Endeffekt erst so richtig eingefahren. Okay. Man muss halt im Endeffekt, wenn man mit einem Budget arbeiten muss, das, was man dann muss, wenn man wirklich im Auftrag Motorräder baut, dann ist es natürlich sinnvoll, man bedient sich einem Serienmotorrad, das in der Basis schon einmal gut ist. Okay. Weil dann kann man einfach mit dem Budget, das man hat, einfach in genau das Detail viel sinnvoller reinarbeiten im Verhältnis zu einem Basismotorrad, das völlig ungeeignet ist. Weil da stecke ich wahrscheinlich den genauen gleichen Aufwand einmal rein, dass das einigermaßen okay ausschaut, mhm, und dann alles, was drauf kommt, ist natürlich mehr Arbeit. Wir haben uns ein bisschen in dieses BMW-Ding hinein manövriert, weil wir Gott sei Dank und echt schön zwei, drei Motorräder gebaut haben, die wirklich viral gegangen sind. Es ist aber im Endeffekt gar nicht auf unserem Mist gewachsen und wir bauen auch voll gern, liebe Zuhörer, andere Sachen als BMW. Sehr gut. Du, aber was schon ist, du hast es jetzt angesprochen, es fährt gut. Das ist, glaube ich, unbestritten in der Szene. Die Leute wissen, dass diese alten Zwei-Ventilmotoren extrem zuverlässig sind. Und das sind Motorräder, oder das waren Motorräder, die viel bewegt worden sind. Und wo man auch beim 100.000 Kilometer Motor einfach ein paar Kleinigkeiten machen muss und dann fährt es wieder 100.000 Kilometer. Genau. Also das ist schon so, das sind da Motorräder, die auch viel gefahren werden können. Ja, das ist so. Okay, super. Genau. Ja. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen schon, dass man dem entgegenhalten kann, wenn man sagt, na, die BMW-Bar, die gespritzen mit diesen schönen Eisen, das sind dann Bikes, die wirklich gut fahren und die Basis kommt ja nicht von ungefähr. Das hat sich ja irgendwer mal überlegt, warum man das gerne hernimmt. Ja. Und das habe ich da in den Gesprächen schon auch mit rausgekriegt. Ja, du hast jetzt gesagt, BMW, also macht ihr nur BMW oder macht ihr andere Dinge auch? Wir machen absolut nicht nur BMW. Natürlich hat sich das genau in dem Bereich so entwickelt, dass wir sehr viel BMW machen, weil natürlich man sieht das im Internet und kommt dann, sagt halt, okay, ich hätte gern sowas. Ja. Wir bauen eigentlich, wir schauen, dass wir im Design jedes Mal was verändern. Also wir wollen nicht die gleichen Sachen bauen, aber wir bauen einfach, ich würde sagen, es gibt wenig, wo wir sagen, wir würden uns jetzt nicht drüber trauen. Okay, ja, gut. Und in Zukunft wird es natürlich auch für uns hoffentlich wieder neue Projekte geben, wo wir auch einmal sagen, wir sind happy mit BMW, wir sind drauf eingeschossen, das funktioniert super, aber man will halt einfach nicht stehen bleiben. Okay, und die Zukunft, also du siehst es so, dass da dieser Customizing-Zug noch lange fährt und ihr da auch in Zukunft gut zu tun habt bei euch in Graz, oder? Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also es wird sich immer irgendwo was ändern im Thema und in Richtung Stil, ja, aber es wird, glaube ich, immer da bleiben, dass man Handmade und Einzelstücke im Bereich Motorrad fahren will, weil man mag es halt einfach von der Masse abheben und das tut man genau mit sowas. Okay. Wie können die Leute am besten eure Arbeit verfolgen? Wo seid ihr aktivsten? Bei, ich sage mal, Facebook oder Webseite oder Instagram? Aktivsten. Ich glaube, Instagram macht am meisten Sinn bei uns. Da bewegen wir uns am meisten Vagabund in dem Bereich. Auf genau. Instagram. Vagabund Moto auf Instagram. Okay. Da kann man sich am besten einen Überblick verschaffen, was wir so machen. Sehr gut. Na, bleibt dran, liebe Leute. Folgt den Leuten auf Instagram. Ihr seht, die gehen, machen keine halben Geschichten. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, die nächsten stehen schon in der Schlange. Perfekt. Du und der Fuchs werden es wieder weiterziehen. Danke, ciao. Tschüss und Baba. Ja, das ist ein Wahnsinn, was da für geile Leute da sind. Das, einer nach dem anderen kommt daher. Jetzt sehe ich schon was Grelles und ich erkenne schon wieder nicht, was es war. Ah, oh, ist Ducati. War das ein Ducati? Ich glaube, es war Ducati. Ja, das ist spannend. Aber war es ein Monster? Ja. Das ist super Sport. Jetzt bin ich jetzt gespannt, was das mal war. Bin ich jetzt gespannt. Die Burschen bringen die Fuhre gerade in Stellung. Die Kollegen haben die Markierungen noch nicht gesehen. Digitale Revolution fragt, ob morgen Sonntag auch was ist. Also morgen Sonntag findet die Veranstaltung hier natürlich auch statt. Wir sind hier beim Moto Circle Wien. Das ist ein Festival, ein Motorradfestival rund ums Thema Custom Bike. Und das ist morgen hier auch in der Otterkringer Brauerei. Morgen machen wir keinen Livestream, aber wir sind morgen schon auch noch vor Ort. Ja, nimm Platz. Der Freiwillige bitte auf das Sofa. Grüß dich. Hallo, Wolfgang. Du,
Wolfgang, darf ich dich bitten, warte, müssen wir es zu halten, relativ nah beim Mund immer. Natürlich. Und Vorstellung bitte von dir und deiner Firma oder eurer Firma für unsere Leute daheim. Ich bin die Firma iFlow aus Graz. Auch aus Graz, das ist ja Wahnsinn. Die Grazer Partie ist stark vertreten, oder? Wir arbeiten ja alle Hand in Hand eigentlich. Sehr gut. Also das ist schon okay. Ich mache eigentlich Umbauten, Motorrad, Auto, Restaurationen und diverse Lackier-, Pinstripe-, Schriftenmalerei. Also alles, was kein normaler Lackierer macht. Okay. Sagen wir mal so. Okay. Deswegen möchte ich mich da gleich entschuldigen, weil es ist eine Ducati. Wieso muss ich mich da entschuldigen? Ach so, okay. Gold. Okay, gut, ja. Okay. Es ist ein bisschen der Farbtopf auskommen, aber das war grundsätzlich geplant so. Was war das mal für ein Motorrad? Das war eine M900 Monster, Baujahr 98, Vergaser. Ja, okay. Die ist Hubraum erweitert auf 960 Kubik. Die hat Nockenwellen, die hat Flachschiebervergaser, die hat Tangentialkrümmer etc. pp. Einmal Komplettprogramm. Die Kundschaft von mir ist alter Skater, sage ich jetzt einmal, auch aus Mitte der 90er Jahre. Wir haben gesagt, wir wollen das bunt machen, das soll abgedreht werden, um auch ein bisschen zu provozieren einmal und ein bisschen was anderes hinzustellen. Ja. Und ja, deswegen, Sattel ist ein Skateboard, das unten Carbon überzogen ist, Auspuffhalterung ist ein Skateboard-Achs, oben sind alte frühen 90er Jahre Skateboard-Grafiken drauf. Im Tank sind gute 100, 120 Stunden Lackier- und Linierarbeit drinnen. Das ist natürlich jetzt so, dass man das, wenn man die Kamera hinhört, wahrscheinlich gar nicht erkennt. Da denkt man sich, da wo sind die 100 Stunden eingegründet? Genau, was ist so die Herausforderung gewesen? Da sind 16 Mal Klarlackschichten, zwischen drinnen. Es ist sehr viel Pinselarbeit. Ich habe auch so Die Pinstripe-Geschichten um haben auch Fading. Das geht vom Giftgrün aufs Mint, aufs Blau, aufs Rot. Okay. Pinstripe-Fading. Das ist alles Pinsel. Okay. Die Grafiken oben sind auch reine Pinselarbeit. Also es ist, und dieses Blatt Silber seitlich und etc. Ja, ich bin leider kein Insider, das muss man jetzt ganz kurz erklären. Wieso braucht man diese vielen Klarlackschichten? Dass du unterschiedliche Designprozesse übereinander stapeln musst? Ja, genau. Ich kann nicht Basis lackieren bzw. linieren und was auch immer, ohne dass ich eine Sperrschicht gibt zwischendrin, um Flächen zu egalisieren, dass das dann im Endeffekt wieder glatt wird. Weil sehr bunt, da sind, wie gesagt, am Tank sind 7, 8, 9 verschiedene Farben drauf. Mhm. Und du kannst eigentlich nur eine nach der anderen aufbringen, mehr oder weniger. Es geht schon ein bisschen was parallel mit einem Airbrush, mit einem Pinsel auch, aber du musst immer wieder zwischendrin eine Sperrschicht setzen, um das zu egalisieren quasi. Okay. Dass ich am Endeffekt wieder Flächen habe, die funktioniert. Okay, jetzt ist das sicher was Leute, die eine Ahnung von der Materie haben, die knien da wahrscheinlich nieder, wenn sie das sehen. Und Banausen wie ich, also ich hätte das jetzt nicht erkannt, dass das ja, so viel Arbeit ist. Ist ja auch okay so. Okay. Muss ja nicht jeder alles wissen eigentlich, okay, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, Thema war halt, das Moped habe ich in Teilen reinbekommen. Okay, das kommt auch noch dazu. Gut. Also da war ein Rahmen da, der war mit Batteriesäure verrostet. Abgewetzt. Weiter oben, weil da unten ist dieser Sender. Okay. Deine kräftige Hand stört die Mikrowellen. Ja. Danke. Und das war echt räudig beieinander. Also das ist dann von Grund weg neu aufgebaut worden. Rahmen ist pulverbeschichtet zum Beispiel. Es sind ganz viele Sachen lackiert. Ja. Es sind auch ganz viele Sachen pulvert. Also je nachdem, wie es... Okay. Die bessere Lösung war, sage ich jetzt einmal. Vorn raus arbeitet das Moped in drei Farben. Das ist ein Hellgrau, ein Blau und ein Mintgrün. Und hinten raus arbeitet es in dem dunkleren Grau, in dem Giftgrün und in dem Rot. Es ist so themenmäßig, das, was vorn in der einen Farbe ist, ist hinten in der anderen Farbe umgesetzt. Okay. Und es ist darum auch gegangen, dass der Tank dann den Übergang bringt. Der Tank ist vorn hellgrau, hinten dunkelgrau. Hat dazwischen auch so Perlmutt-Fadings drinnen. Ja. Das ist, okay. Wenn das in der Sonne steht, sieht man das natürlich besser. Okay. Und das ist jetzt ein Motorrad, das habt ihr gemacht für einen Kunden, der ganz einem Die Kundschaft Passion. Steht da hinten, das ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund worden. Und ja, das ist halt, es hat das Bauen auch viel ergeben, aber wie gesagt, die Grundzielsetzung war, dass es halt anders wird und bunt wird und
Und er fährt damit auch, oder? Ja, das ist jetzt gerade dabei. Also wir haben noch einen Landesregierungstermin, nachdem wir schon zwei gehabt haben. Aber es wird legal auf der Straße sein. Also okay. So Abstände und Blinker und etc. pp. Es ist alles eingehalten in Wirklichkeit. Mhm. Sie wollen uns jetzt noch nicht wegen den Luftfiltern, aber da finden wir auch noch eine Lösung. Ja. Und wie gesagt, das fährt auch sehr gut. Also das okay. Serienfahrwerk ist eigentlich ein bisschen verfeinert, Bremsen ein bisschen gemacht, ein bisschen dort, ein bisschen da. Es wird besser fahren wie eine serienmäßige 900er Monster, okay. Weil es hat so um die 120 PS. Also okay. Und die mit den Flachschieber, man es geht zum gut. Und so, es ist sicher nicht der Coffee-Racer schlechthin für die Stadt. Also das will schon, glaube ich, auf Landstraßen bewegt werden, sage ich jetzt einmal, aber... Okay. Es fährt sich sehr gut eigentlich. Und diese aufwendige Farbarbeit, wie ist das jetzt dann in der Pflege anders als ein normales Motorrad? Man muss halt einfach mehr putzen, weil es so schade ist, dass man das ja, so natürlich, das natürlich. Ist es ist halt jedes Teil auf dem Motorrad, auch die Teile, die zugekauft wurden bzw. dazu angefertigt worden sind, es ist alles aufgearbeitet. Ich habe jedes Teil in der Hand gehabt, jede Schrauben, es ist... Jedes Teil lackiert, pulvert, wie auch immer, Sound geschaltet worden vorher halt und so halt durchgezogen. Das erkennt man dann im Detail, sieht man wirklich, da passt alles zusammen. Wenn man jetzt einen Serienmotor daneben schaut, würde man sehen, dass der und der Teil eben nicht so ja, war. Ja, genau, so ist es. Der Serienmotor war silber und hat nicht diese Seitendeckel in hellgrau oder beziehungsweise die ganzen Ventildeckel. Es hat ja jeder Ventildeckel eine andere Farbe. Ja. Es ist halt durchgezogen so. Okay. Aber wie gesagt, die Echos, ich habe mir gedacht, im Vorfeld oder wir haben uns gedacht, es werden uns die Leute teilweise in der Luft zerreißen, so, weil man halt sowas nicht aus einer Ducati machen soll, kann, wie auch immer. Mhm. Aber es war eigentlich das Gegenteil der Fall. Also wir waren heuer schon in New Church, wir waren schon dort und da damit und es waren eigentlich die Echos sehr, sehr positiv bis jetzt. Na, das gefällt mir. Ist die Ducati-Szene deutlich weniger konservativ als möglicherweise andere angenommen. Szenen? Ja, okay. Sagen wir mal so. Und wie war euer Firma nochmal in Graz? Dass man die Firma iFlow. iFlow, okay. i-Flow. Das ist Wolfi verkehrt, weil mein Vorname Wolfgang ist. Okay. Und das war so. Also es gibt mich seit 11 Jahren als Selbstständigen und wie gesagt... Und ihr macht jetzt hier Ducati, aber nächste Woche vielleicht was anderes? Ja, genau so ist es. Okay. Also ich habe ein KTM, ein Supermoto unten auch noch stehen, die auch komplett umgebaut ist. Aber da ist open-minded. Also Autos, Motorräder, alles Mögliche. Okay. Na super. Primär also, Custom. Ich habe nur einen Kritikpunkt jetzt bekommen zum Sendetermin. Es ist jetzt gerade MotoGP Qualifying und da gibt es natürlich Leute, die haben jetzt einmal ein Problem. Ja, da muss man sich jetzt entscheiden. Na, super, dass du da warst. Viel danke. Freude noch im Job, viel Freude noch hier beim MotoCircle 2018. Ich sag super. Danke. Ciao. Ciao. Servus. Ein Motorrad kommt noch, meine Lieben, bis zu Narisch, 2 Stunden 20. Das grande Finale. Na, jetzt bin ich gespannt. Die Latte liegt jetzt natürlich hoch. Die Latte liegt jetzt natürlich hoch für das letzte Motorrad. Und der Horvath fragt, ob wir uns schon ein 16er Blech gegönnt haben. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein 13er Blech. Ich hab kein 16er Blech mehr gegönnt, sonst hätte ich die 2 Stunden 20 nicht durchstreamen können, ohne Klo zu gehen. Ah, jetzt kommt gerade wieder was aus dem Osten, oder? Ah, schauen wir mal. Das war ein Kollege, der vorher bei den ungarischen Kumpels dabei war. Aber ich glaube, das war der eine, der vorher was getrunken gehabt hat. Ich hoffe, der ist fit für die Kamera. Ja, also ein bisschen müsst ihr noch durchhalten, für die von Anfang an dabei sind. Das ist jemand von Anfang an dabei? Also hat sich jetzt jemand diesen Livestream wirklich 2 Stunden und 20 angeschaut? Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Einige von euch sind natürlich immer zwischendurch reingegangen. Ihr habt es gesehen, wir haben da einfach Aussteller, coole Leute hier, die bei dem MotoCircle Festival hier in Wien als Aussteller mit dabei sind, nacheinander ins Bild geholt und die strömen da halt rein. Ihr seht, das ist wirklich live, also die fahren wir da jetzt ins Bild rein und alles ist alles okay. Und was fliegt das einer, die Burschen, passt ja auf. Da erkenne ich schon wieder nicht. Der ist schüchtern. Achso, gibt es jetzt keine Freiwilligen, die drüber sprechen, oder wer? Ja. Du bist der jetzt drüber spricht. Ich sprich und ihr. Okay, sehr gut. Dann gebe ich dir das Mikro jetzt weiter. Darf man ganz kurz sagen, wer bist du, wie ist dieser Zusammenhang mit dem Motorrad, da wenn ich das fragen darf? Ja, hallo, ich bin der Gau. Und das ist ein Motorrad, ein 100% Eigenbau, made in Hungary. Ja. Das hat mein Freund der Ermi gebaut. Okay. Ob das jetzt ist der Rahmen, ob das ist die Gabel,
die Felgen, es ist der Tank, es ist alles handmade. Der hat einfach, wie es früher war, einen Karton genommen, hingelegt, aufzeichnet mit Kreide, Eisenrädern genommen, zusammengeschweißt, Motor eingebaut, angestarrt, gefahren. Was, und so ist das früher gemacht worden mit dem Karton? Oder? Das ist eine klassische Geschichte, wir haben das auch dokumentiert, waren viele Magazine auch drinnen, dieses Motorrad, weil ist einfach unglaublich vom Design her und wie gesagt von dieser handwerklichen Qualität. Okay. Das Herz, was war das einmal für ein Motor oder von wo kommt der? Ja, was ist das für ein Motor? 120 Kubikzentimeter. Ja, Harley Davidson Shovelhead. Ein Shovelhead. Also ein, warte, das Mikro müsstest du nah bei dir haben. Ja, das ist ein, ja. Also ein Shovelhead-Motor. Ja. Jetzt fragt jemand nach dem Baujahr von diesem Motor. Das kann man ja so nicht sagen. Ist es, oder das Baujahr ist... 1970 ist der Motor und den Rest, mehr oder weniger, hat er angefertigt vor 3 Jahren. Also okay. Ist ein relativ neues Motorrad, könnte man sagen. Okay. Und die... Benzinleitungen sehe ich da. Alles handmade. Ist es, funktioniert das? Fährt das jetzt? Das fährt, das läuft, macht dann nur einen Krawall, aber das ist ja Sinn für solche Motorräder. Okay, sehr gut. Und wenn man fragen darf, wie viele Stunden sind da hineingeflossen? How many hours? Ich gemacht halbe Jahre. Ja. Und jeden Tag. Ohne Geburtstag, ohne Feiertag. Ohne Feiertag. Okay. Nur gemacht, nur arbeiten. Halbe Jahre. Okay, gut. Und das ist das Motorrad, heißt Team Ermi? Oder? Team Ermi. Okay. Team Ermi. Okay, gut. Und wieso, also Ermi, du bist der Ermi, oder? Ja. Ah, okay, sehr gut. Und, sehr gut. Und diese kleine Firma, drei Mann. Ah, okay, die Firma, wo der Ermi herkommt, hat 3 Mann. Von wo seid ihr aus Ungarn? Eine Freundegemeinschaft. Nein, aber wo? Aus Ungarn? Von wo? Ja, Ungarn, Budapest. Aus Budapest, okay. Und ihr habt selbst geschweißt und lackiert alles in einer Firma. Okay. Ja. Sehr gut. Und wie ist dein Bezug dazu? Warum darfst du hier sprechen? Wir haben die Möglichkeit bekommen, von Veranstalter ein bisschen Werbung zu machen für die Pannonia Custom Show. Das ist die Motorradmesse in Oberwart. Okay. Sie waren bei uns als Gast. Wir kommen gerne zu Ihnen auf Wien. Und wir kennen da so sehr viele Leute schon, sehr viele Freunde schon getroffen. Und ich kann euch nur einladen, kommt auf Oberwart heuer 8. bis 10. März zur Pannonia Custom Show. 2019. Ja, genau. Ja, die Zeit vergeht. Und du bist ein Burgenländer, oder wie? Ich bin ein Burgenländer, ich komme aus Bad Sauerbrunn und check heute das Ganze in Oberwart. Der Ermi ist das mehr oder weniger Aushängeschild für uns mit solchen Motorrädern. Der hat noch mehr verrücktere Motorräder da haben. Okay. Und gemeinsam mit einem Team checken wir das in Oberwart, dass da von Live-Musik, Partystimmung bis wunderschöne Custom Bikes. Freundlich und familiär, diese Custom Show. Okay, hat er mir natürlich auch was Schönes angesprochen. Das ist hier, finde ich, so beim Motorcycle in Wien, ist wahrscheinlich auch bei anderen Events so wie bei Wien Oberwart, dass das jetzt natürlich nicht so ganz riesige Veranstaltungen sind, sondern eine Veranstaltung ist, wo sehr viele Leute mit sehr viel Passion dort sind. Also das sind jetzt keine Leute, die zu jeder Messe gehen und Kugelschreiber einsammeln und Pickel einklauen, sondern richtig passionierte Leute, ich oder? Ich denke, da ist auch wichtig, da geht es nicht um Geld verdienen, sondern das sind alles Leute, die haben einen Spaß dabei. Es sind viele, sehr, sehr viele Arbeitsstundengänger da drauf, sowas auf die Beine zu stellen. Und man hat einfach eine Freude, wenn noch Leute kommen und die fühlen sich wohl und kommen wieder. Okay, du warst dabei, dass ich aus Forchtenstein bin, oder? Die Welt ist klein. Zwei Ortschaften weiter und da trifft man sich im fernen Wien. Die Hebel. Da schreibt jemand, das schaut so aus, als wären die Hebel recht schwergängig. Kannst du probieren? Ziehen? Okay, nicht schwergängig. Funktioniert, okay. Und dann will noch jemand wissen, diese Kabel hier, das ist Gas hier. Und das hier? Öl. Öl. Okay. Ist hier gekühlt Öl. Ist kalt und heiß. Das ist das Öl. Die andere Seite ist nur Benzin. Okay, das heißt, da ist ein Benzindank, Öldank. Ja, und die eine Leitung ist quasi das heiße Öl, das raufgeht, und das andere ist das kalte Öl, das dann runtergeht. Umgekehrt. Das Öl kommt kalt, glaube ich, rauf. Ja, hier wird es gekühlt, hier ist der Kühler. Kühler. Okay, Wahnsinn. Ja, sowas muss man natürlich im Detail anschauen. Und dafür sind natürlich solche Events wie die Pannonia Custom Show cool oder auch hier der Motorcycle Wien cool, weil man da
das im Detail erst erkennt, was da für Arbeit drinsteckt, weil wenn man dann hört, dass hunderte Stunden, denkt man sich, wieso und warum, aber genau hier im Detail erkennt man das. Ja, schön, dass ihr noch da wart als Grande Finale, die Kollegen aus dem Burgenland und aus Ungarn. Früher haben wir ja zusammengehört, also die geschichtlich interessierten Leute wissen, das Burgenland war früher ein Teil von Ungarn. 1921. Seit 1921 sind wir bei Österreich dabei. Schön, dass ihr da wart. Danke. Ich sage danke. Danke, ja, grüße. Ja. Und es war, glaube ich, ein würdiger Abschluss, der auch ganz gut diesen Spirit von dieser Veranstaltung widerspiegelt. So dieses freundschaftliche, familiäre. Das ist jetzt hier der Veranstalter offensichtlich von einer anderen Messe gewesen, der hier auf dieser Messe hier auftritt. Man hilft, will halt gemeinsam diese Szene weiterbringen. Ich bin jetzt mit dem Livestream auch am Ende. Es ist, glaube ich, der längste Livestream, den wir je gemacht haben bei 1000 PS. Ist natürlich jetzt schon heftig. Ich habe gesehen, einige haben komplett durchgeschaut. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Bin echt dankbar für die Treue. Ist natürlich schon heftig, 2 Stunden 20. Aber es waren, glaube ich, unterschiedliche Protagonisten mit dabei, unterschiedliche Leute mit hier am Sessel. Und da, denke ich, haben wir wirklich einen schönen Überblick gegeben, wie diese Motorcycle-Show hier abläuft, was hier geboten wird, was man sich nächstes erwarten darf, was man sich auf der Custom Bike in Oberwart erwarten darf. Mir würde es freuen, wenn wir da jetzt ein bisschen eine Diskussion angeregt haben, vielleicht dass unten drunter über diese Themen, über diese Projekte unten drunter weiter diskutiert. Die Erbauer dieser Moträder werden da sicher mitschauen, können dann noch mitschreiben. Also lasst uns das als Diskussionsplattform nutzen. Könnt ihr da unten gerne noch kommentieren. Schaut euch das Video an, und so ein bisschen durchscrollen. Und was wirklich wichtig ist, ich habe hier zwei Kolleginnen, die jetzt hier Kolleginnen, die 2 Tage hier fest geschuftet haben. Gebt uns einen Daumen rauf für diese harte Anstrengung da, vor allem in der Technik, in den alten Gemäuern, war nicht einfach. Gibt es der Crew hier einen Daumen rauf? Gibt es meinen Gästen hier einen Daumen rauf? Und mir könnt ihr auch eins geben, wenn ihr das verkraften könnt, moralisch. Danke fürs Mitmachen. Und jetzt muss ich irgendwie dem Kollegen da drüben in der Regie sagen, dass er abdrehen kann, weil der wird mir nicht hören, hoffentlich, oder wie auch immer. Tschüss, Baba, danke fürs Mitmachen.